Ciao, Nate. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und dir? Sehe ich auch gut. Sehr schön. Wollen wir mal reingehen? Okay. Aber nicht umfallen, ja? Okay. Ja, geh du mal zuerst. Sehe, okay. Ui. Das ist alles? Das ist Seamus und ich wären fast umgefallen. Das Dach, guck mal. Ja, das ist krass. Wir sollten die verklagen und rausschmeißen. Genau, aber nach 3 Tagen kannst du die abziehen. Ja, das wären vielleicht Kunden von uns. Ganz vorsichtig, mit warmer Masse abwaschen. Salbe drauf, die gebe ich dir mit. Dann easy. Grüße. Ein wunderschön. Ich fühle mich beleidigt, Seamus. Alessandra, so, weißt du, was Alessandras Reaktion kannst dich wieder war? Anziehen. Okay, perfekt, danke. Einfach nur Ui, mehr hat sie nicht gesagt. Und nicht mal irgendwie so Ui, Memo, Ui oder so, sondern einfach nur Ui. Ja, einfach nur Ui. Ja, hey, einfach nur ein Ui. Na und? Ah, okay. Da aus. Oh, okay. Ist auch nur ein Ui eigentlich. Und da hinten, wenn man durch die Tür geht, da ist quasi nochmal das Dreifache der Größe einfach auch. Ja. Okay. Da ist der Westflügel dann quasi. Ja, richtig. Auch. Groß, Mann. What the fuck? Man ist auch wohl sehr viel Fläche halt, ne? Also. Ja, ist sehr schön hier. Was eine Reaktion. Also da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Wirklich. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht jetzt. Willst du nicht mit mir anlegen heute? Nee, ich wollte einfach nur die Aktion kommentieren. Ja, also. So, alright, wir hatten ja 59 gesagt, ne? Ja, machst du 1000, ja? Easy, machen wir. Ich brauche noch für die Kundendatei deinen Namen. Seamus Romano. Alright, dann begleite ich mich noch nach vorne. Jawohl. Kommt mal noch nicht, also. Wenn ich jetzt nicht nach vorne begleitet werden würde, würde ich mich auch verirren, sag ich, wie es ist. Das ist doch das Mindeste. Ja, Wahnsinn. So, dann noch einen wundervollen Tag wünsche ich. Alles klar, ich danke. Bis zum nächsten Mal. Danke, bis dann. Bye. Boah, Alter, ey. Nein, wir haben jetzt keinen Viersitzer. Stimmt, wir wollten gestern noch einen kaufen. Ja, wir können meinen Raps. Sollen wir schnell einmal runterfahren und dann kaufe ich einen einfach? Lass mal. Ja, ich hätte sonst jetzt auch einfach gekauft. Ich hätte meinen Rhapsody einfach verkauft. Ja, alles gut. Was wollen wir denn haben? Washington oder was nehmen wir? Oder nehmen wir so ein Stanier hier? Ich finde ein Stanier eigentlich besser, weil Washington fährt jeder Arsch. Ja, so. Nehmen wir ein Stanier dann? Ja, können wir. Okay, sieh. Warum nicht? Okay. 40 vorbei, oder rufen sie uns an? Na, ja, das sieht doch gut aus. Ja, hallo! Oder? Hallo. Sag mal, ist das hier ein Staat, der hier gegründet wird? Oder was soll das sein? Ja, das scheint so, ja. Er weckt zumindest den Eindruck, ne? Warum? Da kommt man auf ihn nicht. Ja, Great Empire. Alle englischen Bürgerinnen und Bürger und oder Loyalisten Großbritanniens können sich gerne im Great Empire einfinden und dort ein Stück britische Sicherheit, ein Domizil sichern. Diverse verwaltungstechnische Stellen sind noch zu besetzen. Das hört sich absolut nach einem Staat im Staat. Great Empire heißt das. Muss einfach nur 5-6 Posts nach unten scrollen, das vor 20 Minuten muss. Mr. Romano, ein wunderschön. Ich werde mich nie an diese Begrüßung gewöhnen, wirklich. Seamus, kannst du mir oben aufschließen, dann ziehe ich mich eben um. Wir gehen eigentlich hoch. Achso. Klingt jetzt Besuch 1945 eigentlich. Von wem? Life Invader, die wollen den Vertrag jetzt unterzeichnen. Oh, sehr schön. Was habt ihr heute bisher so gemacht? Lass mich ganz kurz diese Nachricht schreiben. Ja, auf jeden Fall jetzt unser Denksystem. Also, wir haben hier den Computer sind alle angeschlossen. Mhm. Sprich, Banking etc. ist alles drin. Wir haben Akten, auf die wir zugreifen können und so. Ich glaube, jetzt auch so ein paar interne Geschichten hat Nathan von hier reingepostet, aber so Einspruchsarten und so. Dann waren wir im Tattoo-Studio, da warst du ja auch gerade. Dann waren wir bei PDM. Und das war's.
Ja, der war noch nicht erreichbar. Jetzt ist jetzt der Termin gleich mit Life Invader. Und genau, zur Vertragsunterzeichnung. Bei den Damen läuft irgendwie was schief. Die eine kommt nicht auf ihr E-Mail-Dings drauf. Ich weiß auch nicht. Wir haben den E-Mail-Zugang jetzt auch. Bullhead@start.gov. Oh, sehr schön. Perfekt. Willst du mir das Passwort per SMS schicken? Ja, kannst du machen. Ich bin sehr schlecht in X oder O. Bist sehr schlecht in X oder O? C. Okay. Ich bin nur am Oh, Trainieren. hast du eine X oder O-Schwäche, oder? No, dieses Spielen auf dem Handy. Ach so. Ja, wir haben doch am, ich hatte es ja Ihnen schon gesagt, Mr. Hawkins, dass wir ja am Freitag ein Festival veranstalten Ja, mit genau. Rebel Radio zusammen, genau. Und da haben wir jetzt vorher noch kurz ein Video gedreht, schnell. Und das jetzt hat Mr. Romano, also Rebel Romano, dann bearbeitet. Und da habe ich noch kurz das Sign-off gegeben. Das wird toll, ja. Ah, so Videos kann man bei Ihnen auch in Auftrag geben. Also grundsätzlich, wir helfen auf jeden Fall, dass Sie das realisiert bekommen. So, das auf jeden Fall. Connections haben wir dazu, aber sowas kann auch tatsächlich alles, was so audiovisuell und sowas betrifft, arbeiten wir auch mit Experten zusammen. Unter anderem dann auch Rebel Radio beispielsweise. Ja, also da, wenn Sie sowas machen wollen. Ja, für die Zukunft vielleicht so ein Werbespot. Ja, total. Also das kriegen wir. Wir kriegen alles hin. So, gut. Ich habe den jetzt aufgerufen. Also, ich habe alles da. Gucken wir uns erstmal den Non-Exklusiven an, weil der ist ein bisschen einfacher. Gut. Ja, die Daten, die drin stehen, stimmen ja soweit, nehme ich an, auf dem Deckblatt. Okay, alles klar. Gibt es zum Paragraphen 1 irgendwelche Fragen? Ich glaube, der erklärt sich selbst. Ja. Genau, das ist einmal die Version, was wir Ihnen ja gesagt haben mit der Non-Exklusivität. Grundsätzlich übertragen Sie uns halt die uneingeschränkte Vertretungsbefugnis in den folgenden Angelegenheiten: Wirtschaftsrecht, Strafrecht und Zivilrecht. Ich würde, wenn wir uns dann auf den Vertragsabschluss einigen, logischerweise noch das Markenrecht mit hinzufügen, weil wir uns darauf ja auch noch geeinigt haben. Das heißt, das würde ich dann, je nachdem, welchen Vertrag wir haben, da noch mit hinzufügen. Das heißt, wir dürfen Sie in diesen Fällen halt vollumfänglich vertreten. Und logischerweise umfassen diese auch immer die Rechtsberatung. Das heißt, wenn Sie einfach mal irgendeine Frage haben und irgendwann mal eine Einschätzung brauchen, dann können Sie da auch einfach anrufen und nachfragen. Genau, im Bereich der Exklusivität wird folgende Abrede getroffen. Keine, in dem Fall jetzt, weil es kein Exklusivvertrag ist. Genau, dann die Obliegenheiten des Mandanten, das, was ich Ihnen gestern nochmal auf den Zettel geschrieben habe, die dann dazwischen kommen würden als Paragraph 3. Das war ja das, was Ja, Sie gestern ja. auch schon gesagt haben. Im Ich Prinzip geht es schlucke. halt darum, wir brauchen einfach nur, also wir sind nicht die, die über Sie richten. Wenn Sie einen Haufen Scheiße haben, dann kommen Sie damit zu uns. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir vor Gericht mit Ihnen stehen und dann präsentiert jemand anderen den Haufen Scheiße, dann können wir halt nicht vernünftig arbeiten. Und logischerweise, dass wir alle fallspezifischen und fallbezogenen Daten auch zu Ihnen und dem Unternehmen logischerweise abspeichern dürfen. Kostenstruktur sollte sich, glaube ich, auch selbst erklären. Da stehen dann halt einmal die Kosten im Fall des non-exklusiven Vertrags bei 4.000 Dollar. Und dieser ist halt eben mit Ihrem Unternehmensnamen als Verwendungszweck auf das folgende Konto zu überweisen. Die Kontonummer habe ich ja auch schon gesagt, die ändert sich ja nochmal auf die Unternehmenskontonummer. Und die Überweisung erfolgt halt immer im Voraus für die kommende Woche. Müssen Sie selbst wissen, wie auch immer Ihre Abrechnungszyklen sind, wann auch immer das ist. Wir verbuchen es bei uns, egal wann Sie zahlen. Wir wissen, wenn Geld eingeht, die nächste Woche ist bezahlt. Quasi. Genau. Wichtig ist Folgendes: Gerichtskosten sind nicht mit inkludiert. Das heißt, sollten Gerichtskosten in irgendeiner Form entstehen, dann würden wir die gesondert mit Ihnen abrechnen. Das Gericht kann beispielsweise Kosten erheben für Anträge, für Verfahren und für sonstige Sachen. Das sind dann Kosten, die wir in dem Fall einfach eins zu eins an Sie weitergeben. Es geht halt nur darum, dass die exkludiert sind von diesem Vertrag. Verschwiegenheitsklausel, ich denke auch ziemlich Standard, Paragraph 7 dann in dem Fall. Bedeutet so viel wie: über die Vertragsinhalte darf mit niemandem gesprochen werden, es sei denn, es ist für eine rechtliche Angelegenheit erforderlich, Ja. darüber zu reden. Dann ist das hiervon natürlich ausgenommen, die Schweigepflicht. Verstehe.
Genau, das gilt natürlich beidseitig. Genau, dann wie vereinbart die Übertragung auf Privatpersonen? Das heißt, das komplette Angebotsspektrum der Anwaltskanzlei wird quasi auf alle Angestellten, also alle Privatpersonen mit übernommen. In dem Fall hatten wir uns auf bis 5 Personen geeinigt. Ja. Wichtig ist hier logischerweise, damit wir das auch wissen, wen wir da vertreten, also wenn wer anruft und einfach sagt, ich bin von Life Invader, damit wir das abgleichen können, brauchen wir halt eine Liste inklusive Kontaktdaten von Ihnen. Ja. Und wenn sich was ändert, dann machen Sie das einfach quasi für die kommende Woche, melden Sie das mit an und dann passt das. Ja. Im Endeffekt. Genau, Business Consulting, wie besprochen, Sie dürfen also mit dieser Vertragsklausel Beratungen anbieten, die sich in 1a im Angebotsspektrum von uns befinden. Also nichts anbieten, was wir nicht auch im Angebotsspektrum haben. Wenn Sie uns ein Unternehmen weiterleiten, bleibt das für die natürlich kostenfrei. Und wir rechnen direkt miteinander $500 dann ab, also für die nächste Woche dann im Endeffekt. Genau, das wäre die Pauschale, die wir da erheben. Workshops auch noch mit festgehalten. Wir bieten kostenfreie Workshops für Sie nach unserem eigenen Ermessen im Endeffekt an. Das heißt, Sie fragen an, wir gucken, was wir da machen können und dann halten wir das für Sie ab. Genau, Schlussbestimmungen auch ziemlich Standard. Wenn irgendwas von dem Vertrag aufgrund aktueller Rechtsprechung für ungültig erklärt wird, dann einigen wir uns darauf, dass der Rest vom Vertrag davon unberührt bleibt. Wenn eine Klausel durch Rechtsprechung in irgendeiner Form ungültig wird, dann einigen wir uns darauf, eine neue Regelung zu treffen, die keinen von uns beiden in irgendeiner Form übermäßig benachteiligt und dass jegliche Änderungen am Vertrag immer die Schriftform bedürfen. Verstehe, ja. Genau. Gibt es irgendwelche Fragen? Nein. Gut. Keine Fragen. Dann würde ich einmal in den Exklusivitätsvertrag rüberspringen. Ist der, also bis auf der Preis und den Exklusivitätspart ist der ja gleich, ne? Genau, so, den Exklusivitätspart würde ich einmal mit Ihnen nur durchsprechen. Und der Preis ändert sich von 4.000 auf $5.200 in diesem Fall wöchentlich. Mhm. Und die Exklusivität besagt halt, dass Sie sich uns gegenüber mit Exklusivität verpflichten und keine andere Anwaltskanzlei in den vorgenannten Bereichen, also im Bereich Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Zivilrecht und Markenrecht beauftragen. Wenn es ein anderes Fachgebiet gibt, was eine andere Anwaltskanzlei anbietet, dann dürfen Sie in dem Fall natürlich gerne diese beauftragen, nur halt nicht in den vorgenannten Bereichen. Für den Fall, dass eine Exklusivität, also dass wir machen das grundsätzlich nicht, da bin ich ganz transparent mit Ihnen, das haben wir schon bei unserem Erstgespräch auch gesagt, dass wir uns da maximal beispielsweise noch das MD vorstellen könnten. Wir sind aber mit diesen Exklusivitätsklauseln sehr vorsichtig. Für den Fall, dass wir mal so einen Fall haben, dass sich zwei Exklusivitätsklauseln gegenseitig begegnen sollten, haben wir hier einen Ausschluss und auch eine Sicherheit für Sie mit drin, dass, sollte das passieren und wir sollten uns für diesen einen Fall beispielsweise dann mal für einen anderen Mandanten entscheiden, dann dürfen Sie für diesen einen Fall natürlich eine andere Anwaltskanzlei beauftragen. Andersrum sichern wir natürlich Exklusivität Ihnen zu. Das heißt, wenn ein anderer Mandant kommt und Sie verklagen möchte, dann bleiben wir bei Ihnen. Falls natürlich wir uns dann fallspezifisch aufgrund der Exklusivitätsklausel mal anders entscheiden müssen, dann liegt uns halt das Recht vor, eben eine fallspezifische Einzelfallentscheidung zu treffen. Ja, verstehe genau. Ich. Ja, das ändert sich im Endeffekt. Ja. Ich hätte dazu eine Anmerkung. Ja. Ich hätte gerne, dass in den Vertrag aufgenommen wird, dass Sie uns zusichern, keine Exklusivität mit einem Unternehmen zu tätigen, was in unseren Tätigkeitsfeldern tätig ist. Okay. Bedeutet, also Sie wissen ja, das ist dann die, was Marketing, ne, also in diesen Bereichen im Business und Lifestyle. Wir haben ja auch Life-Coaching als Angebot. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit psychologischer Behandlung, weil das zwei Ansätze sind zur Verbesserung des Lebens der Leute, ist das eine eher zielgerichtet und das andere eher zu einer Beseitigung von psychischen Problemen. Das heißt, das beißt sich auch nicht mit Ärzten oder irgendwie sowas. Das ist, oder mit dann im MD beispielsweise. Aber das wäre mir tatsächlich wichtig,
dass ich weiß, dass sie mit keiner anderen Unternehmen eine Exklusivität eingehen, die im gleichen Bereich tätig werden. Weil das könnte durchaus sein, dass ich die mal verklagen werde. Okay, gut. Das heißt, die Anwaltskanzlei verpflichtet sich dem Mandanten gegenüber... Besonders auch zu dem Zeitpunkt Bekannten, weil es wäre ja sehr unfair, wenn ich dann, wissen Sie, also dass wenn sich das Tätigkeitsfeld erweitern sollte, dann müssen wir nochmal drüber sprechen. Das heißt, mit dem bis zu heutigen Tage bekannten Leistungsspektrum. Exklusivitätsvereinbarungen gegenüber keinerlei Exklusivitätsvereinbarungen mit anderen Unternehmen einzugehen, welche folgende Tätigkeit in Kombination, da geht es quasi um ähnliche oder geht es um die generell, also wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, was auch Live-Coaching anbietet, dann würden sie das quasi nicht wollen, als Beispiel. Geht es darum? Eigentlich, oder? Ja. Okay. Genau. Welche folgende Tätigkeitsgebiete als Hauptgeschäft haben oder generell anbieten? Also ich sage mal so, es wird eh sein, dass Grafikunternehmen wird das als Haupttätigkeit haben und haben vielleicht dann noch Werbevideos beispielsweise. Es ist schwierig. Ich würde sagen, deren Unternehmenszweck. Welche folgende Tätigkeitsgebiete als Unternehmenszweck anbieten? Können das auch in die, ich sag mal, das sind ja auch große Buzzwords, weil sonst haben sie da noch, sonst können sie den Vertrag noch auf eine Seite erweitern, glaube ich, ne? Das, also Business. Nennen Sie mir einfach die Gebiete. Business okay. Consulting. Business Consulting, Marketing und PR Consulting. Marketing und PR Consulting. Lifestyle Consulting, da können Sie auch das, also Events fallen da drunter. Ja, obwohl, die können auch Lifestyle, also Lifestyle, weiß nicht, ob sie das noch aufsplitten wollen. Und dann noch die Jobvermittlung eigentlich. Jobvermittlung, okay. Gut, also die Anwaltskanzlei verpflichtet sich dem Mandanten gegenüber, keinerlei Exklusivitätsvereinbarung mit anderen Unternehmen einzugehen, welche folgende Tätigkeitsgebiete als Unternehmenszweck anbieten. Erstens Business Consulting, zweitens Marketing und PR Consulting, drittens Lifestyle Consulting, viertens Jobvermittlung. Ja. Okay. Müssen Sie dann noch mit reinschreiben, dass das zum Beispiel, weil wir machen ja auch Grafikdesign, das ist ja durchaus ein essentieller Teil von unserem Marketing, was das ausmacht, dass das exklusiv, also dass das noch gelistet wird, oder ist das für Sie verständlich, also ist das verständlich für alle, dass das mit schon mit dabei ist, also alles, was wir im Bereich Marketing anbieten? Also grundsätzlich gilt immer bei Verträgen auch, je spezifischer, desto weniger kann man Sachen auslegen. Wenn ich jetzt sage Marketing und PR Consulting, also wenn ich jetzt ein anderer Anwalt wäre, der dagegen vorgehen wollen würde, dann würde ich bei dem Buzzword, ne, wie Sie ja vorhin richtig auch gesagt haben, würde ich hier tatsächlich nur auf das Marketing und das PR Consulting per se eingehen. Ne? Dann können Sie in Klammern gerne mit dazu schreiben, bei Jobvermittlung ist, glaube ich, ja, das ist relativ klar. Gut, Ms. Moreau, dann freue ich mich auf die Zusammenarbeit und die Partnerschaft. Vielen Dank. Ganz meinerseits. Ja, danke auch an Sie. Natürlich. Dann, genau, ja, habe alles zurückgeschickt. Hab ich vielleicht sogar einen Vorschlag für Sie. Ja. Was würden Sie von also grundsätzlich erstmal die erste Zahlung ab nächster Woche wäre dann logischerweise spätestens zu Sonntag fällig. Ja. Ich würde Ihnen anbieten, wir haben ja gestern über ein kleines Designpaket gesprochen. Ja. Was halten Sie davon, wenn wir für das Designpaket gar nichts zahlen? Und falls diese Woche schon irgendwas sein sollte, rufen Sie einfach an und wir kümmern uns drum. Und die erste Zahlung würde dann erst am spätestens zu Sonntag für nächste Woche fällig sein und dann passt das. Ja, das können wir gerne machen. Wir können sie aber auch bezahlen, ne? Ich meine, es ist ja ab jetzt, ich meine, es ist ja jetzt, ob jetzt Sonntag oder Montag, es ist ja quasi, ne, die neue Woche. Also. Wie Sie wünschen. Ich kann das, wie gesagt, das wäre für uns halt auch in Ordnung. Ich sehe das immer so, eine Hand wäscht die andere. Wie Sie wünschen. Wenn Sie sagen, Sie wollen ganz normal das einfach bezahlt haben und dass das alles bei Ihnen auch passt,
Weiß ja nicht, ob sie das dürfen oder so. Das war jetzt einfach nur so eine Idee, die wir hatten. Ja, also es ist eine Sonderleistung. Ich sag, der staatliche Teil ist, betrifft vor allem die, die Job-Angelegenheiten. Das heißt, da sind wir, da dürfen wir zum Beispiel auch keine Gebühren verlangen für die staatlichen. Das betrifft aber die Jobvermittlung und die Stellenausschreibungen, Headhunting, Gespräche führen. Alles andere sind Sonderleistungen und die nicht in diesem staatlichen quasi Support fallen. Dementsprechend sind wir da, also dürfen wir da Gebühren verlangen, genauso dürfen wir da auch Gebühren nicht verlangen. Ja? Sie wären jetzt nicht die erste Firma, mit der wir quasi eine Hand wäscht die andere Sache gemacht haben, einfach weil das sich anbietet. So, ja. Ne? Das, so von dem her ist das kein Problem. Für mich ist nur die Frage, ob das, ob sie nicht dann, was habe ich denn gesagt, was sie denn zahlen? Ich glaube, es waren es drei. Es waren 3.000, ja. Genau. Ja, dann können wir doch, dann rechnen wir das doch einfach an und dann bezahlen wir ihnen den Rest von der Woche noch. Okay, gut, wie Sie wünschen. Ja, ist kein Problem. Gut, dann hatten Sie ja noch das Anliegen, dass Sie sich, dass Sie versuchen wollten, das Rot patentieren zu lassen, ja, richtig? Ja, selbstverständlich, ja. Gut, und generell aber auch mindestens in jedem Fall auch Ihr Logo und die Kombination. Okay, alles klar, gut. Dann würde ich Sie an dem Fall, also um das vorzubereiten und aufbereiten, würde ich Ihnen da jetzt einmal meine Kollegin Miss Bruno an die Hand geben, die das mit Ihnen einmal dann ausarbeitet und vorbereitet, Ihnen dann wahrscheinlich hin und wieder mal ein paar Fragen stellen wird dazu und die Sachen dann aufnimmt. Und wenn wir dann mit der Ausarbeitung und den Möglichkeiten soweit durch sind, dann würde ich mich dann nochmal mit Ihnen zusammensetzen, um das im Detail zu besprechen, was wir da jetzt genau vorhaben und wie wir das angehen wollen. Ja. Im Endeffekt. Ja? Gut. Dann machen wir das. Dann nehmen wir das quasi gleich als Auftrag entgegen. Brauchen Sie noch irgendwas von uns aktuell? Träge, weiß ich nicht, irgendwas? Ja. Auf der Liste steht noch keiner, ne? Der und den, der, nee. Muss mal überlegen, Elaine, haben wir schon was? Ansonsten? No. Das war noch nicht, ne? Nee. Wie ist denn das? Es wäre gar nicht schlecht, wenn in den Behörden vielleicht, aber ich weiß gar nicht, wie das ist, ob das bekannt ist, dass Sie uns vertreten, dass wenn mal etwas ist, beispielsweise mit irgendwelchen Berechtigungen für Straßensperrungen oder ähnliches, für die, gerade auch was die Events betrifft, würde ich Sie auch gern mit einbinden. Ja, geht ja auch darum, was ist, wenn sich da jemand, weiß ich nicht, zukokst und dann irgendwie von der Bühne fällt, ne, dass wir dann nicht haftbar sind. So, das ist nämlich, ja, ich meine, wir werden auf vielen Veranstaltungen sein und das ist einfach Fakt, dass da wird getrunken, da wird wahrscheinlich das ein oder andere auch einfach mal genommen werden. Ja. Und da wollen wir aber nicht mit verantwortlich gemacht werden für. Das wäre also so, die Haftung ist, soll die Person beziehungsweise Live-Invader haftet nicht. Grundsätzlich ist es ja so, das ist ja auch nicht unüblich, das passiert auch. Das passiert auch, dass sowas mal vorkommt, dass ein Veranstalter wegen irgendwas verklagt wird. Ich sag mal so, solange Sie sicherstellen können, dass Sie alle erforderlichen Genehmigungen haben, dass Sie sichergestellt haben, dass auch entsprechende Vorrichtungen so aufgebaut wurden, wie es auch normal ist, dann sollen die es gerne versuchen, dann werden die aber vor eine Wand laufen. Ja. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen tatsächlich. Dann können wir das vielleicht für Freitag tatsächlich schon mal so einen Sanity-Check machen. Das Event. Das können wir auch gerne noch machen. Ja. Das wird zwar relativ einfach, also simpel, aber man weiß ja immer nie, ne? Also ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Ja, natürlich. Ich meine, wir leben in Amerika. Das ist normal, dass man sich wegen jeder Scheiße gegenseitig verklagt. Genau, was haben wir denn? Wir haben Foodtrucks. Also wir arbeiten ja mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Das sind verschiedene Foodtrucks, die selber vor Ort aber sich um die Verpflegung kümmern. Da sind sie raus, wenn da jemand auf die, also beispielsweise Lebensmittelvergiftung, wenn da jemand auf sie, wenn da jemand ihnen die Klage an den Hals, da sind die Food Trucks selbst für verantwortlich. Ja. Also da würde ich dann sagen, dann gehen sie doch zu denen. Also das ist schnell abgewiesen.
Gut, dann haben wir wahrscheinlich auch Künstler und Künstlerinnen, die auftreten oder sich zeigen. Es ist ja quasi, wir bieten ein bisschen eine Bühne, Ja. dass sich Leute ein bisschen mal zeigen können. Das können DJs, Comedians, DJs, Sänger, Sängerinnen, Entertainer. Das ist also, alle sind eingeladen. Das heißt, Ja. es wird ein bunter Haufen wahrscheinlich von Artists. Ja. Die erhalten eine von uns freiwillig gezahlte Gage beziehungsweise ein kleines Dankeschön dafür, dass sie einfach vor Ort was aufgeführt haben. Okay. Das wissen die aber, also das werden wir auch nicht irgendwie jetzt öffentlich kundtun, dass da Gagen rauskommen. Das ist dann einfach vor Ort so eine kleine Surprise, vielen Dank fürs Mitmachen Ding. Okay. Also die wissen das nicht, dass sie Nein. das bekommen. Ja gut, dann ist das sowieso am Ende egal, wenn sie Gagenvereinbarungen haben. Also ich weise sie einmal nur darauf hin, im Rahmen des Rechtes von Los Santos, Verträge haben Formfreiheit. Das bedeutet auch, eine mündliche Abrede ist ein Vertrag. Hier ist das Wording immer ganz wichtig. Wenn Sie sagen, ich zahle Ihnen dafür beispielsweise 1000 Dollar, dann kann der Sie auf die 1000 Dollar festnageln. Wenn Sie aber beispielsweise sagen, ich zahle Ihnen bis zu 1000 Dollar, dann können Sie von 1 Penny bis 1000 Dollar zahlen. Also hier Verstehe. ist das Wording sehr wichtig, was Sie an Ja. den Tag legen. Genau. Ansonsten wird das Ganze moderiert wahrscheinlich von Mr. Romano, also Rebel Romano und mir wahrscheinlich. Und das wird aber ein lockeres ja, Get-Together einfach. Ne? Also das genau, das Einzige, ist die Bühne quasi, wird im Skatepark sein, also in dieser Mulde. Ja, wenn man da schön also eben überall gucken kann. Wir haben jetzt nicht geplant, irgendwie Security zu engagieren, weil das diesen Flair haben soll von, ne, so es ist quasi wie so Street Artists, die zusammenkommen. Es wäre aber vielleicht nicht schlecht, wenn man das PD einfach informiert, Würde ich Ihnen auch empfehlen, ja. dass die Bescheid wissen. Genug. Ansonsten glaube ich, brauchen wir aber keine Genehmigung dafür, so wie sich das jetzt anhört. Soweit mir bekannt ist, ich würde mich da nochmal zur Sicherheit jetzt reinlesen. Soweit mir momentan jetzt bekannt ist, brauchen Sie für Veranstaltungen, solange Sie da nichts absperren in irgendeiner Form, brauchen Sie keine Genehmigung. Wie gesagt, ich lese das gerne nochmal nach. Ruf sie dann nochmal sicherheitshalber später einmal dazu an, um das nochmal sicherzustellen. Weil grundsätzlich haben sie auch Versammlungsfreiheit, bezieht sich hier natürlich eher auf Proteste oder sonstige Sachen. Aber solange sie nichts absperren, brauchen sie keine Genehmigungen, um irgendwo. Ich meine, es sind ja alles auch mobile Bauten, wenn sie hier von Foodtrucks sprechen. Das heißt beispielsweise, falls da jemand ein Problem mit hat, ich meine, sie haben ja eh die Stadt Los Santos im Rücken. Da wird es niemanden geben, der auf einem öffentlichen Platz da was gegen sagt, dass da Ja. was steht. Also rufen Sie bei der City of Los Santos einmal an, rufen Sie einmal beim PD an, vielleicht auch beim MD, einfach nur zur Sicherheit, Ja. und dann sollte dem nichts entgegenstehen. Ich lese Ja. aber nochmal und rufe Sie später nochmal dazu an, um sicherzustellen, dass ich jetzt nichts vergessen habe Ja, an perfekt. Klauseln. Aus meiner Sicht, bis auf die drei Player, die ich Ihnen gerade genannt habe, brauchen Sie da, glaube ich, keinen anrufen, der davon irgendwie Bescheid wissen müsste. Gut. Ja. Kann man uns dafür haftbar machen, wenn da Künstler XY auf der Bühne steht und was auch immer für Texte von sich gibt und dann sich jemand beschwert und sich angegriffen fühlt Oh, guter und uns dafür Punkt. verklagen will, weil man in einem künstlerischen Text eines Gedichtes oder Liedes, keine Ahnung, Texas beleidigt. Also grundsätzlich gilt ja auch eine gewisse Form von Kunstfreiheit. So würde das zumindest hier das Gewohnheitsrecht vorsehen in dem Fall. Da gibt es jetzt gesetzlich gesehen ja, wie soll ich sagen, keine genaue Formulierung für. Also da müsste man einen Präzedenzfall schaffen. Wie gesagt, das Gewohnheitsrecht sieht hier auch aus anderen Bundesstaaten einfach vor, dass es eine Kunstfreiheit gibt. Die einzige Sache, die passieren, also Sie können dafür, wenn dann nicht haftbar gemacht werden, sondern der Künstler. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass Sie in irgendeiner Form Image-Schaden davon tragen, weil es dann heißt, ja, Live Invader prüft ja nicht die Künstler, die bei denen auftreten. Aber Sie als Veranstalter sind grundsätzlich, also moralisch vielleicht dafür verantwortlich, was da gemacht wird und wer da auftritt, aber auf gar keinen Fall rechtlich. Dann machen wir, ich weiß schon, das ist ein guter Punkt, dann machen wir ein Disclaimer, werden mit Mr. Romano auch noch besprechen, dass wir auf jeden Fall auf Social Media nochmal ein Disclaimer machen, dass wir uns zur Not auch rausreden können. Na? So, dass wir sind gespannt auf euch, bla bla bla. Wörter, 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 das ist ein guter Punkt, sehr guter Punkt, ja.
Nee, wir sind ja in Amerika, der wäre dann auch Softdrinkfirmen verklagt, weil das Getränk zu viel Zucker hatte oder so, keine Ahnung. Ja, das wäre ja genau, also das ist ja genau wie bei Open-Mic-Geschichten, die es ja auch in Bars und Clubs mal gibt. Also wenn da jemand über die Stränge schlägt, dann verklagt ja niemand den Barbesitzer für den Trottel, der da Scheiße gebaut hat, sondern dann ist der Trottel, der Scheiße gebaut hat, das Problem. Wie gesagt, das Einzige, was da passieren kann, ist ein Image-Schaden, dem sie mit Sicherheit durch Marketingmaßnahmen vorbeugen. Ja, ja, das ist gut, ja. Echt, den Rest würden wir im Zweifelsfall, wenn das wirklich irgendjemand versuchen würde, was ich nicht glaube, mit dem Gewohnheitsrecht auf Kunstfreiheit auch entsprechend abgeschmettert bekommen. Ja. Das kriegen wir hin. Ja, wie machen wir das denn mit unserer, genau, Logo, also dieses Logo einmal sichern, und ich würde es zumindest, das Rote liegt mir schon sehr am Herzen, das würde ich auch schon gerne zumindest. Also ich gehe auch vor, also sage auch von dem Richter aus, dass ich emotional an diese Farbe gebunden bin. Ja, wie gesagt, die Details dazu wird dann Miss Bruno mit Ihnen einmal dann, wie gesagt, zusammensammeln. Ich halte dann mit Miss Bruno da einmal immer Rücksprache dazu. Nur, dass Sie es auch wissen, Miss Bruno ist Law Student momentan. Ja. Die muss das alles auch noch so ein bisschen lernen gerade. Die befindet sich noch im Abschluss ihres Studiums gerade. Und deswegen würde ich ihr diese Aufgabe übertragen, da die Infos zusammenzusammeln. Den Fall vorzubereiten, und wenn es dann, wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, kommen wir dann sowieso nochmal auf Sie zu und würden dann den kompletten Fall mit Ihnen besprechen und würden Ihnen dann auch nahelegen, wie Sie das, also wie wir das angehen würden, um zumindest das zu versuchen. Ja. Ich habe Ihnen hier ja aber auch schon dazu gesagt, dass wahrscheinlich dieses Rot und diesen Farbcode generell patentieren zu lassen, habe ich ja schon gesagt, dass ich da die Aussicht relativ auf Erfolg relativ gering sehe. Versuchen können wir es aber natürlich. Natürlich, doch. Ich würde es gerne probieren, auf jeden Fall, ja. Bullet-Kanzlei, hallo? Ja. Gut, wann machen wir das? Also nur für mich einmal, dass ich es... Miss Bruno, ich weiß nicht, ob Sie direkt einen Termin machen wollen, um einmal die Daten und das Anliegen des Mandanten dann im Detail nochmal aufzunehmen, was sich auch vorgestellt wird, welche Klagesumme da auch im Raum steht, wenn man dagegen verstößt. Wann wollen Sie es machen, Miss Bruno? Hätten Sie am Mittwoch Zeit? Ja, ich glaube, Sie haben auch freie Auswahl tatsächlich. Dann sagen wir Mittwoch 20 Uhr. Ist das in Ordnung? Ja, das passt. Ja, wunderbar. Perfekt. Ja, wir hatten gleich noch einen Termin. Ja. Warum soll ich da sonst mit Alessandra hin? Wie weit seid ihr? Ich weiß jetzt nicht, brauchen Sie noch irgendwas von uns? Nee. Okay, gut, dann den Termin mit Miss Bruno haben Sie, da wird dann der Rest besprochen, und dann würde ich sagen, danke auf die Zusammenarbeit, auf die gute Zusammenarbeit dann, und dann müssen wir jetzt rausschmeißen. Ja, das ist kein Problem, wir müssen auch weiter. Vielen Dank auf jeden Fall. Und würde die dafür nicht verklagen, dass wir uns rausschmeißen? Ist das nicht unmöglich? Sollen wir uns jetzt selbst verklagen? Untereinander ausknobeln, wäre von Ihnen wen Verkläger? Das wäre aber perfekte Werbung, dann würden wir daraus gleich einen Flyer machen und sagen, uns kann keiner verklagen, wir verklagen uns selbst. Ja, richtig. Wir sind so gut, wir verklagen uns sogar selbst, ja. Was haben wir bis jetzt mit dem Romano verblieben? Übrigens, wir können feiern, wir haben unseren ersten Kunden. Ich habe jetzt einfach mal die Exklusivitätsfragen, habe ich jetzt einfach mal mit aufgenommen, weil wir ja vorher schon darüber gesprochen haben, dass das eh für keinen groß relevant wird, ne? Deswegen habe ich das jetzt einfach mal entschieden. Ich hoffe, das war okay. Ja, klar. Ja, müssen wir auf jeden Fall alle einen trinken gehen, oder so? Haben bei der Größe von Life Invader, also ganz ehrlich. Hier in Los Santos. Ich finde es auch schön, dass wir irgendwie optisch ein Team sind, oder? Ist so, ne? Sind wir auch, ja. Ja, machst du dann, Ja, würde ich sagen. Ja, ich bin auch nur bei dir. Du bist einfach nur nochmal zur Unterstützung da, und Alessandra und ich machen das. Ja, ich bin als... Du hast ja auch gerade eine Menge geredet. Skü. Grüße. Einen wunderschönen. Ach, Mann. Grüße, Officer. Grüße. Abend. Einen wunderschönen. Schönen guten Tag. Einen wunderschönen. Was kann ich für Sie tun? Kanzlei Bullhead, der TV unten, hatte nach einem Anwalt gefragt. Ja, ich bringe Sie runter. Super, danke. Ja, nee, ich gehe erstmal auf Toilette. Habt ihr dann gleich noch einen Dienstausweis für mich? Ja klar, ich kann meinen gerne schon mal zeigen. Die Kollegin hier rechts von mir ist noch Law Student, die befindet sich aktuell noch in Ausbildung quasi. Da würden wir den Mandanten dann einmal fragen, ob das für ihn okay ist, wenn sie dabei ist. Ja.
Meinen Ausweis bekommen Sie natürlich von mir, beziehungsweise meine Anwaltslizenz. Bitteschön. Alles klar, Herr Hawkins. Genau, der Kollege macht die Vertretung. Ich bin jetzt nur dabei, einfach noch als zweite Meinung. Und der zeigt Ihnen natürlich gleich auch noch. Alles klar. Oder reicht das, wenn Sie meinen haben? Ja, ich kontrolliere den gleich nochmal und dann gehen wir einfach nach unten. Ist jetzt nicht bei Ihnen sonst alles entspannt? Ja, das ist so weit in Ordnung. War sehr schön. Noch handelbar. Das freut mich. Haben Sie gerade Leitstelle hier, oder? Ja, ist richtig. Gut. Ist auch stressig, ne, glaube ich. Ja, zu zweit muss man auf alle Fälle sein. Ja, das glaube ich, Wenn man dann so ein paar Streifen da draußen hat, da muss man auch ganz schön viel funken. Da brennt einem irgendwann der Kopf, glaube ich, ne? Ja, und nebenbei noch Leitstellentelefon, das ist dann schwierig. Auch noch. Telefonieren und funken, wie geht denn das? Ja, nacheinander, ne? Und dann müssen sie, dann haben sie die hitzigen Funksprüche im Funk und dann müssen sie noch einfühlsamer am Telefon sein, wenn sich da Opfer melden von irgendwas. Das ist ne? richtig. Gott, wie machen Sie das? Ja, Erfahrung. Ah, verstehe. Machen Sie das schon lange? Ja, ne, insgesamt jetzt einige Jahre. Oh, hier im Polizeidepartement? Nee, jetzt hier bin ich jetzt seit 3 Tagen. Seit wie lange? Seit 3 Tagen. Ach so. Oh, ja, Glückwunsch zum neuen Job quasi dann, ne? Ja, und danke schön. Ich habe eine Frage. Ja, fragen Sie. Wie kommt man da hin, wo du bist? Wie ist denn der Weg? Durchs Fenster klettern. Wirklich? Ich wusste das nicht. So. Ups. Jetzt aber. Achtung. Ich brauche noch einmal die Lizenz, glaube ich, von dem Kollegen Romano. Ja. Achso, ja, natürlich. Oh. Fast. Das ist fast genug. Oh Gott. Du kannst auch die Tür nehmen durch die Tür und dann hier links durch die Tür. Machen wir mal die Lizenz. Okay. Ja, Herr Romano, das passt soweit. Dann gebe ich die Ihnen einmal zurück. Dann gehen wir noch irgendwie. Alles klar. Da bin ich mal gespannt, wie der Weg ist. Sehr fantastisch. Ach, was? Police Department. Das sieht sehr beeindruckend aus, ja. Das ist ja fast schon das Los Santos Palast Department. Das ist ein guter Name, ja. Das ist klein. Okay, was bezeichnen Sie denn als groß? So. Angst. Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort will. Hab dich lange Vertretung ist hier. Ja, wunderbar. Grüße. Schönen guten Abend. Schönen guten Tag. Jetzt, dann bin ich wieder oben. Sie? Viel Erfolg. Ja. Ich glaube, Romano, mein Name ist schönen Tag. So. Sie sind die Anwälte von Mr. Peter White, ja? Das ist der Herr, der in Zelle 1 ist. Peter White, ja. Genau. Wollen Sie erstmal gebrieft werden oder wollen Sie direkt? Ja, sehr gerne. Erstmal gebrieft und dann würde ich gerne mal kurz mit ihm sprechen. Es handelt sich um eine Geiselnahme. Wo genau weiß ich jetzt? War das ein Strawberry? Oder? Ist ja auch im Endeffekt egal. Es war ja wohl eine Tankstelle. Er hatte einen Komplizen dabei. Es war wohl eine recht einfache persönliche Geschichte. Er hatte nämlich seine Ex-Frau mit einem anderen gesehen. Daraufhin hat er auch offen kommuniziert, dass es eine Geiselnahme ist. Er hat auch einen Officer geschlagen. Er wurde getasert, ärztlich auch schon bereits versorgt. Die Frau war im Endeffekt aber eine, die er dann doch nicht kannte und er wollte denjenigen treffen, hat aber seinen eigenen Kollegen getroffen mit dem Baseballschläger. Okay. Das ist soweit das Briefing. Und Sie haben jetzt hier einen sitzen quasi gerade? Einen von den beiden, der andere ist wohl noch in ärztlicher Versorgung. Da weiß ich nicht, wie es aussieht. Kommt der noch nach? Nee, der war so lethargisch und auch nicht einem nicht involviert, dass wir nur uns auf die Zeugenaussage beschränkt haben. Okay, verstehe. Gut. Ja, spannend. Ja. Ja, okay, gut. Dann würde ich mal gerne mit ihm sprechen. Ja, gerne mal. Kommen Sie mit. Danke. Auch viel Spaß. Ja, danke Ihnen. Dankeschön, Dankeschön. Gut, wenn was ist, schreien Sie mal. Wir sind vor Ort. Alles klar, machen wir. Danke. Dankeschön. Einen wunderschönen. Ciao, Jan. Und dann. Mr. Romano, mein Name. Zu meiner linken Miss Bruno und zu meiner rechten ist das der Herr Hawkins. Wir kommen von der Bullet-Kanzlei. Sie haben nach einem Anwalt gefragt und hier bin ich. Sehr schön. Ihm wird eine Geiselnahme vorgeworfen. Ja, so ungefähr. Ja. Also mir ist immer am wichtigsten, dass Sie ehrlich zu mir sind und wir schauen, was wir daraus bauen können. Ja. Können Sie mir das einmal aus Ihrer Sicht schildern, was denn so passiert ist und so? Ja, ich bin mit meinem Kumpel da hingefahren in den Laden, wollte mir was zu trinken kaufen. Ja. Und dann habe ich meine Ex-Freundin da gesehen mit diesem Kerl im Hinterzimmer. Ja. Und dann sind mir die Serien durchgebrannt. Ja.
Ich war jetzt auch schon 2 Tage im Krankenhaus und hab denen gesagt, ich habe Aggressionsprobleme. Aber die nimmt einen ja nicht für voll da. Ja, okay, also wurden Sie abgewiesen im Krankenhaus, oder? Ja, 2 Mal schon. Es wurde ja nicht bei mir gemeldet. Ja. Müsste auch aktenkundig sein. Also hat sich jedenfalls der eine aufgeschrieben. Okay. Ja, und dann sind mir da die Sicherung durchgebrannt. Selbst mein Kumpel habe ich zusammen gekloppt. Okay, also erst den Typen und dann den Kumpel. Nee, mein Kumpel, den Typen habe ich nichts getan. Ihr auch nichts. Aber ich war ziemlich in Rage. Ja. Und dann ist, ja, die Verkäuferin, die hat wohl auf den Knopf gedrückt. Ja. Ach, guck an. Ja, war so ein bisschen panisch wohl, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja auch alle zusammengekloppt, was da in dem Laden war. Mhm. Ja, und dann waren da auf einmal, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 7 Streifenwagen. Ja. Ja, und da habe ich gesagt, ich will einen Doktor sprechen. Ja. Ja. Dann irgendwann ist mir die Sicherung durchgeknallt, bin ich rausgelaufen und habe einen Officer eine runtergehauen. Okay, nur eine runtergehauen oder haben Sie ihn mittelweich geprügelt? Ja, eine runtergehauen mit der Faust. Haben die Ihnen gesagt, dass Sie einen Arzt sehen können, oder? Warte, was? Haben die Ihnen zugesichert, dass Sie einen Arzt sehen können? Ja, die meinten, Arzt ist unterwegs, aber irgendwie sind bei mir die Sicherung durchgebrannt und dann wollte ich da raus, weil da so viele Cops waren und dann, ja. Ende vom Lied war, ich wurde da getasert und wurde verhaftet. Ja, haben Sie das schon, also, und sagte man gerade, dass Sie das offen kommuniziert haben, dass Sie eine Geiselnahme da haben? Ist das so richtig? Ist das weil die wohl reinstürmen wollten und ich wollte das nicht. Ich wollte erst in den Arzt sprechen. Ja, so also ein bisschen Panik und Angst wahrscheinlich dann auch, ne? Wenn auch immer so viel los ist, ne? Ja, ich glaube, sie gucken auch komisch aus der Wäsche, wenn da auf einmal 15 Streifenpolizisten oder so vor dem Laden stehen. Mhm. Mit ihrer Hand an der Waffe und sowas. Ja, ja, klar. Also wir hängen bisher beim Leben. Ja, richtig, verstehe ich. Okay, wir würden uns mal kurz zu dritt besprechen, dann versuchen wir mal den Staatsanwälten was rauszuhauen und dann sprechen wir nochmal. Jawohl. Alles klar, gut. Mal kurz zur Seite gehen. Wir müssen ihn mal auf jeden Fall fragen, was er jetzt von uns möchte. Also was will er, was wir für ihn tun? Ja, genau. Die Frage ist, also das auf jeden Fall, das war jetzt auch noch gleich mein Weg. Ich wollte mich nur einmal mit euch besprechen, was wir überhaupt machen. Oder was wir... in welche Richtung wir gehen sollten. Was ich ihn auf jeden Fall noch fragen wollen würde, ob er Alkohol vorher getrunken hat, weil dann wäre er unzurechnungsfähig. Ja, können wir darauf gehen, ja. Ja, Alkohol, unzurechnungsfähig, hat sich vorher schon im D gemeldet, hat Probleme gehabt. Geht's einfach nicht so gut, hat dann Panik geschoben. Der Alkohol, das Ganze natürlich nochmal emotional verstärkt. Und so war das eine Panikreaktion. Das natürlich nicht vor Strafe schützt, das ist klar. Aber was auf jeden Fall mildernd mit reinwirken sollte. Mildernde Umstände, ja, ja, klar. Natürlich. Genau. Hören Sie mal, wer sind Sie denn? Hören Sie mal, wer sind Sie denn? Ja, Christian Lettner. Ja, Schemes Romano, mein Name. Bullet-Kanzlei. Wer ist denn dieser Bäder? Ja gut, Herr White, haben Sie jetzt hier mehrere Kanzleien angerufen, oder wie? Ja gut, und was machen dann die anderen hier? Schicken Sie die mal weg hier. Okay. Naja, grundsätzlich hat der Mandant hier natürlich freie Mandatswahl. Das heißt, er entscheidet, wer seine Anwälte sind. Das heißt, die Entscheidung liegt jetzt bei dem, Also, dem Herrn. Wen wollen Sie als Anwalt haben? Ja, alle 4. Alle 4? Worum geht's denn überhaupt? Ja, eben. Was müssen Sie sich denn da leiden? Ich bin Kadett, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Sie haben also einen Anruf getätigt, ihn nur runterbringen. Und dann haben Sie mich angerufen. Ja, dann kann der Rest doch gehen. Ja, ich weiß ja nicht, was hier für ein Kommunikationsproblem schon wieder herrscht. Also ja, ich kenne die Herren nicht und die Dame. Wer hat denn uns angerufen? Okay, Mr. White, also Sie haben Mr. Lettner angerufen, ja? Ja. Ja gut, okay, dann ist das Thema für uns erledigt. Und wegen wem war die hier? Uns hat einer ihrer Kollegen uns kontaktiert. Ach ja, die Azubis, Sie wissen. Ich kümmere mich drum. Hallo. Wir sehen jetzt aber nicht nochmal vorne babbeln hier. Ah, gut. Aber Kadett ist höher als Azubi. Azubi ist für Kaffee und Mann. Können wir uns die Diskussion hier vor dem Mandanten dann bitte einmal sparen, damit wir hier durchkommen? Ja, natürlich. Kommen, dann super.
So, haben Sie sich jetzt da geeinigt oder wie sieht ja, das anscheinend aus? Möchte der Mandant jetzt noch den anderen Anwalt haben, weswegen wir jetzt hier raus sind wieder. Okay. Das ist ja spannend. Ja, er hat ja auch ursprünglich Lettner angerufen, ne? Also ich er hat seinen Anwalt angerufen, aber einer ihrer Kollegen hatte uns angerufen und das war erst hieß es, ihm ist es egal, dann auf einmal hieß es, Lettner kommt, dann hatte, als sie kamen, sind sie die Vertretung und ach ja, gut. Ja, also wie gesagt, alles gut, obliegt ja dem Mandanten, der hat ja sein gutes Recht und wenn er nicht möchte, dann will er nicht, ne? Ja, also initial äußerte er, dass er überhaupt keine Präferenz hat, dann haben wir, wie gesagt, veranlasst, dass irgendwer angerufen wird, das hat dann sie getroffen. Ja. Na, und dann hat er sich wohl zwischenzeitlich für Lettner entschieden. Tut mir sehr leid für ihren Aufwand. Ach, alles gut. Gar kein Problem. Mein Gott, passt schon. Ich habe mich aber für sie eingesetzt, ja? So, beim nächsten Mal, ne? Das ist lieb, danke. Ja. Das ist wirklich, danke. Okay. Dann, ja, dann sind wir mal wieder raus. Wir konnten nichts tun. Gehen Sie doch einfach mit dem Kopf durch die Zelle. Seien Sie dafür. Das Problem ist, hier sind ganz viele Polizisten, die sind schon toll. Und dann habe ich Sachbeschädigung. Und, also, Sie wissen doch. Ich habe das Gefühl, dass auch das Stahl härter ist als mein Kopf. Ich das glaube ich auch. Obwohl der Klügere gibt nach, ne? Also, ja, dann ist es das Stahl. So, können wir jetzt richtig, gehen? Ja, richtig. Gut. Können wir jetzt gehen? Kommen Sie. Schönen Abend. Schönen Abend, ne? Tschüss. Wenn ich mal einen Anwalt brauche, dann rufe ich Sie an, wa? Achso, ja, hallo. Ganz entspannt, ja, alles gut. 530, 530. Wir laufen auch durch Ihre Wand. Für Sie laufen wir durch Ihre Wand, wenn es sein muss. Also alles gut. Ja, achso, stimmt. Sternchen, außer Zellen, kleingedrucktes und so. Ich habe jetzt die Treppen genommen, ich hoffe, das war okay. Ach, alles gut, wir sind schon über die Treppen runtergekommen. Genau. Ach, sehr gut. Hoch ist aber schwieriger als runter, ehrlich gesagt. Ja, oh Gott. Das ist wahr. Ach, ich muss weniger. Ich Wobei in High Heels ist hoch einfacher, bin ich ehrlich. Ich muss morgen auf jeden Fall mein Pilates-Training absagen. Ja, können Sie das empfehlen, oder? Ja, Pilates, sag ich Ihnen. Gibt Ihnen innere Ruhe und Kraft und so. Wo gehen Sie denn rein? Haben Sie einen Rastschlag? Ja, Deadlift Pilates. Okay, okay. Ist in der Innenstadt, ist ein super Typ. Ich habe gehört. Ich habe das Gefühl, er bricht mir die Knochen, statt mir sie zu heilen, aber. Ich habe gehört, Wand-Yoga ist jetzt sehr im Trend. Wand-Yoga? Was ist das denn? Das ist Yoga mit einer Wand als Hilfsmittel. Soll bei der Stabilisation helfen, ich weiß auch nicht. Finde ich da auch mal innere Ski, oder? Vielleicht, ja. Die Kraft aus dem Inneren. Ja, vielleicht finden sie auch das innere Wie, indem sie sich fragen, wie bin ich hergekommen und was mache ich hier? wenn ich mir solche Fragen stelle, bin ich in meinem Beruf falsch, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie meinen, wenn sie wirklich nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung von wirklich. Also ich halte von dieser ganzen Kacke gar nichts. Meine Therapie ist Whisky und Zigarren, kann ich sagen. Also es geht auch. Immer sympathischer, wirklich. Ja. Das ist ja auch so, dass ich Ihnen einen Dollar in die Hand drücken kann und Sie dann für immer mein Anwalt sind? Hängen Sie noch ein paar Nullen dran und dann werden wir uns bestimmt einig. Also vorm Komma natürlich. Hören Sie mal, ich bin ein Officer, ich bin eine arme Kirchenmaus. Was kostet denn bei Ihnen vertreten zu werden? Erstberatung kostenlos und dann wird's teuer. Ist so nicht ganz richtig, aber der... Es hängt halt davon ab, ne? Ist natürlich immer eine Einzelfallsache. Es geht ja darum, worum geht es um Zivilrecht, Strafrecht, geht es um, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Das hängt immer davon ab. Aber Sie können auch Dauermandate bei uns beispielsweise machen. Ne? Also, ja, für Privatpersonen ist es auch bezahlbar. Ja, tatsächlich. Dann ist dann so ein wöchentlicher Abschlag, den dann uns zahlen und dann rufen Sie uns einfach an, wenn Sie irgendwas brauchen. Und dann kümmern wir uns für sie. Also wenn sie, dann weiß ich nicht, irgendjemand guckt sie schief auf der Straße an. Ich meine, wir leben in Amerika, man kann einen für jede Scheiße verklagen. Ja, richtig. Ne? Also ich wurde jetzt auch schon mehrfach beleidigt, war und so. Und ich ja, da kann man deswegen ordentlich, also Schadensersatz und so, volles Programm, ne? Boah, Zivilklagen sind wir liebsten. Alleine die Streitwerte sind wirklich, also nicht, dass es mir darum geht, dass ich auch viel Geld verdiene. Nein, nein, aber da können wir sehr viel rausholen. Naja, meistens wäre das ja beim Officer als Nebenkläger aufzutreten, ne? Ja, entweder das oder das Ganze in einem Zivilverfahren nochmal. Also voll durchbügeln quasi, ne? Ja, richtig, also. Genau. Die Scheiße aus dem Leib klagen quasi, wie man auf der Straße sagen würde. Die Summe, die Sie dann erstreiten, können Sie sich dann tiefstecken als Honorar, wa? Nee, da nehmen wir einen Teil von, je nach Streitwert tatsächlich dann. Genau. Ja, gut. Ja, weiß ich Bescheid, wa? Tja, super. Dann, Wenn Sie irgendwas brauchen, 530, 530, ne? Also, da geht auf jeden Fall einiges. Ich
Ja, komm, Sie haben es zum dritten Mal gesagt. Jetzt letztes Mal geht es mir ab. Der Rechtsweg ist kein Stierkampf, ne? Bullhead. Guten Abend. Guten Abend, Mr. Romano, nehme ich an. Grüße. Ja, richtig. Ja, ebenfalls Mr. Romano. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, freut mich. Zu meiner linken Mr. Hawkins und zu meiner rechten ist Bruno. Hallo. Ja, freut mich, hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, wollen wir reingehen? Ja. Ja, sehr gerne. Alles klar. Verfolgen. Der Mann hat auf jeden Fall Geschmack, der fährt einen Stanier, finde ich super. Und, dann haben viele einen guten Geschmack. Einmal nehmen die drei. Formell? Ja, hübsch hier. Formell oder entspannt? Ich bin entspannt, ich bin kreativ. Okay. Versuchen Sie sich einen Platz aus, wo Sie hinwollen. Ja, ich nehme das Bett. Gut, ich setze mich mal mit auf Ihre Seite, sonst hat das hier so einen Casting-Charakter. Das möchte ich vermeiden, tatsächlich. Oh, jetzt ja, vielleicht wird es jetzt erst interessant. So, ich hole Ihnen schon mal die Kamera. Können Sie sich vorstellen, warum Sie hier sind, Mr. Roman? Ja, schön. So. Gut, das Eis ist gebrochen. Ja, schön. Ja, richtig. Nicht nur das Eis. Auch die Moral, oder was? Ja, auch ich. Auch menschlich, die sollte nicht brechen. Menschlich bin ich jetzt gebrochen, so. Ja, Sie warten um einen Termin. Ja, richtig. Das ging hauptsächlich darum, es kann sein, dass ich in naher Zukunft Künstler, Künstlerinnen signen werde, die im Rahmen des Radioprogramms einen Showslot haben werden. Das Ganze läuft unter der, ich sage es mal, Schirmherrschaft des Radiosenders Rebel Radio, den ich halt leite. Und da gibt es sicher einige vertragliche Dinge, die zu klären sind einfach. Für Mitarbeiter wäre es mir jetzt erstmal am wichtigsten, das hätte die höchste Priorität tatsächlich, dass wir da eine Art Non-Disclosure Agreement machen, aufsetzen. Ja. Weil je nach Showgast, es kommen Prominente, es kommen hochrangige staatliche Beamte und das sind in meinen Augen sind das sehr sensible Daten. Absolut, ja. Vor allen Dingen über das Verbleiben, den Aufenthaltsort und den Zeitpunkt dieser Persönlichkeiten. Und da möchte ich halt, ich meine, wer Böses tun will, tut es, ja. Aber ich möchte, dass das auch entsprechend zur Kasse gebeten wird, dann, wenn das gebrochen wird. Ja, absolut. Mhm. Das spiegelt sich ja auch auf Ihr Unternehmen wieder, ne? Also, ja. Darf man ja auch nicht vergessen. Wie viel denn? Vertragsstrafen? Ja, was haben Sie sich vorgestellt? Keine Ahnung. 20 Millionen oder so? Haben Sie heute einen guten Tag? Ja, gleich das Leben zerstören. Mann, gefällt mir immer besser. Ja, nach dem Motto, wenn du mein Unternehmen zerstörst, zerstöre ich dein Leben. Ja. Oder wie man auf der Straße sagt, ich klag dir die Scheiße aus dem Leib. Also grundsätzlich... Ja, die sollen froh sein, dass sie lieber pleite sind, anstatt sie nicht mehr laufen können, oder? Ja, das ist richtig, ja. Also ich muss natürlich hier einmal rein aus dem Wirtschaftsrecht auch berichten an der Stelle, dass Vertragsstrafen natürlich, ich sag mal, Sie können da reinschreiben, was Sie wollen, grundsätzlich. Es gibt aber eine sogenannte Sitte und man kann im Zweifelsfall, wenn die eine gute Verteidigung haben oder eine gute Anwalt, also die Gegenpartei dann einen guten Anwalt hat, dann gibt es da Möglichkeiten, dagegen zu argumentieren und da durchaus an der Summe, sage ich mal, rumzudrücken. Und im schlimmsten Fall, wenn die es richtig gut anstellen und hier eine Sittenwidrigkeit halt anhand dieser Vertragssumme nachweisen in irgendeiner Form, weil das muss halt in irgendeiner Form in Relation und in einem Verhältnis stehen. Es muss sich in einem Rahmen bewegen, was auch einen tatsächlichen Schaden ungefähr irgendwie darstellt. Wie gesagt, man kann da natürlich 20 Millionen reinschreiben, kann ich aber gleich dazu sagen, das wird vor Gericht, wenn Sie nicht irgendwie auch nachweisen können, dass dieser Schaden in irgendeiner Form durch diesen Bruch einer Vertraulichkeitsvereinbarung entstanden ist an Ihnen, dann wird es sehr schwierig, das zu verteidigen. Ja, weil da, dann sind Nein, das sollte natürlich auch standhalten. Ja,
Also würde ich was Realistisches nennen, dann würden wir irgendwo zwischen 20.000 und 50.000 Dollar liegen. Das wäre auch eine Summe, die ich im Kopf gehabt hätte, ungefähr, die ja. Wahrscheinlich auch ist, dass die Sinn ergibt in irgendeiner Form auch für Sie. Ja. Okay. Ja. Genau, wie viele Mitarbeiter haben Sie denn aktuell? Oder ja, aktuell noch niemanden, aber ich werde jetzt demnächst, ich bin schon im Rekrutierungsprozess durch Life Invader. Ja. Und da soll mir ein Personal Assistant zur Seite gestellt werden. Und das Unternehmen selbst wird nicht viele Mitarbeiter haben. Das sage ich gleich. Was aber passieren wird, ist, dass ich wahrscheinlich Künstlerverträge oder Vereinbarungen da treffen muss. Das sind weniger Verschwiegenheitsvereinbarungen, sondern eher Künstlervertrag, Exklusivitätsverträge und so weiter. Dass ja, die verpflichtend auf meiner Plattform senden und dass die Formate, die eben für oder aus unseren Ideen entspringen, dass sie nur ausschließlich für Rebel Radio zu verwenden sind. Okay. Ja. Da müssen wir natürlich dann schauen, gerade in dem Bereich. Ich weiß nicht, wie es mit Arbeitsvertrag ist. Sie werden mir wahrscheinlich besser sagen können, wie das Arbeitsrecht hier ist, ob ein Arbeitsvertrag notwendig ist. Ich denke, mit der NDA ist schon viel getan, was man darf und was man nicht darf. Ja. Ich meine, wenn jemand gehen will, geht er eh. Ja. Richtig, also grundsätzlich müssen Sie nicht, wie ich schon vorhin meinte, im Vertragsrecht ist es grundsätzlich so, Sie haben Formfreiheit, das heißt, Sie können auch einfach sagen, pass auf, ne, du arbeitest jetzt bei mir, du kriegst das die Stunden und dann passt das so ungefähr. Aber wenn du bei mir arbeiten willst, musst halt die NDA hier unterschreiben und entweder die Person entscheidet sich dann dafür oder halt nicht. Und Sie können das als Bedingungen machen, aber da brauchen Sie keinen extra Vertrag für. Also das können Sie ja, wie gesagt, Formfreiheit gilt da. Für die wichtigsten Sachen sollte man es einfach schriftlich festhalten. Aber in dem Fall, wenn es jetzt um Arbeitsrecht geht, da brauchen Sie nicht zwingend einen. Wenn Sie da sicher sein wollen und da auch gewisse Rechte, Pflichten mit reinschreiben wollen, dann kann man das gleich verbinden, theoretisch. Dann würde man so eine NDA mit in den Arbeitsvertrag aufnehmen. Das würde sich dann anbieten. Wenn Sie aber sagen, das ist Ihnen auch am Ende zu viel Papierkram, das muss ja auch verwaltet werden, abgeheftet werden. Dann müssen Sie darauf achten, dass Sie die Unterschriften haben. Dann müssen Sie das vernünftig aufbewahren für den Fall, dass mal irgendwas ist. Und dann, also das ist am Ende auch, da tun Sie sich nicht unbedingt einen Gefallen mit. Da würde ich Ihnen tatsächlich dann von abraten, wenn Sie da auch nicht so der Typ für sind. Alles so fein säuberlich und alles wirklich schriftlich. Es ist immer sicherer, definitiv, aber es reicht auch ein Handschlag, im Zweifelsfall. Und wenn es ja, mir geht es tatsächlich um, es gibt Dinge, die sollten vertraglich oder mit irgendeinem Schriftstück besiegelt werden. Das ist halt für mich die NDA, eben aufgrund der Wichtigkeit der Menschen, die da ein- und ausgehen können und was wir da noch in Zukunft für Events und Werbemaßnahmen, Marketingmaßnahmen machen, zum Beispiel mit Life Invader. Ja. Aber das sind dann so Sachen, dass gewisse Sachen einfach sehr klar sind und dass wir nicht sabotiert werden von innen heraus. Das ist mir sehr wichtig. Ja. Ja, das kann ich dann. Ansonsten, klar, da bin ich bei Ihnen. Das machen wir sehr simpel. So ein Anstellungsverhältnis, das ist ja kein Hexenwerk. Das bedarf keiner schriftlichen Abmachung. Aber so ein Künstlervertrag finde ich sinnvoll und die NDA halt, ne? Ja. Ja, und ich sag mal so, also ganz salopp gesprochen, wenn es ein Arschloch ist, schmeißen Sie ihn sowieso raus. Ganz einfach. Also ich meine. Ja. Klar sein. Also. Ja, und wenn man das Ganze später weiterspinnt, wie gesagt, dann gibt es halt auch, dann bin ich auch gerne bereit, eine Art Rechtsschutz einzurichten für die Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Dass, wenn die mal was haben in irgendeinem Belang, dass die sich da nicht selber drum kümmern können, sondern dann entsprechend die besten Anwälte zur Verfügung stehen haben. So wie ich das jetzt sehe, gibt es jetzt konkret zwei Sachen zu machen. Für Sie, für Sie dann wichtiger gerade ist diese NDA, diese Vereinbarung mit einer Vertragsstrafe. Ich würde es dann so machen, wenn wir jetzt in dem Rahmen 20.000 bis 50.000 sind, würde ich es ganz einfach halten. Wir halten es offen. Wir schreiben dann einfach in die NDA rein bis zu 50.000. Dann haben wir theoretisch den Spielraum von 0 bis von 0 bis 50.000, dann können wir, wenn es hart auf hart kommt und wir dann nicht, wie von Mr. Romano gerade angesprochen, eine Einigung am runden Tisch finden, dann können wir immer noch gucken, wie viel wir dann fordern wollen und wie viel wir am Ende bekommen, ist dann natürlich immer noch mal eine andere Sache. Ne? Aber dann haben wir die Flexibilität drin und im nächsten Step würden dann halt diese Künstlerverträge dazukommen. Da würde ich dann aber noch mal ganz gerne einen Folgetermin machen, wo wir dann im Detail noch mal durchsprechen, was Ihnen wichtig ist. Und dann nehmen wir das Stück für Stück auf. Jetzt ist halt die Frage, wie Sie es am Ende
haben wollen. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Mandatsvertrag, also mit einem Dauermandatsvertrag zu arbeiten. Das würde für Sie bedeuten, Sie zahlen eine wöchentliche Summe. Sie haben dann alle Anwaltsdienstleistungen, die wir als Kanzlei anbieten, für die Dauer dieses Mandates, also solange Sie quasi zahlen, haben Sie uns als Partner an Ihrer Seite. Sie können quasi mit auf unsere Dienstleistung zurückgreifen, so oft und so viel Sie wollen. Das würde dann hier natürlich auch, also der Vorteil, der sich für Sie ergeben würde, wenn Sie dann beispielsweise, wie Sie meinten, wenn Ihnen wichtig ist, dass wir dann auch zum Beispiel bei der Unterzeichnung dabei sind. Ja, wenn Sie den Dauermandatsvertrag nicht hätten, dann müssten Sie jedes Mal logischerweise dafür auch dann zahlen für den Aufwand. So haben Sie halt keinen Stress und wenn dann wirklich mal es hart auf hart kommt, Sie haben die Rechtsvertretung gleich an der Seite. Das ist quasi so dieses einmal zahlen, nie wieder Gedanken drüber machen müssen. Zusätzlich dazu erweitern wir das immer ganz gerne. Das machen wir sehr, sehr gerne für Sie privat. Das heißt, Sie machen das mit Ihrem Unternehmen und wir erweitern das quasi einfach auch auf Sie privat. Das heißt, wenn Sie mal Bock haben, jemanden zu verklagen, warum auch immer, dann sind wir auch da für Sie da als Privatperson. Gleichzeitig nutzen das auch Unternehmer und Unternehmerinnen gerne als Benefit. Wir haben da die Flexibilität drin, auch einfach zu sagen, jetzt haben Sie eine Person noch mit dabei. Dann erweitern wir das einfach um ein, zwei weitere Personen, je nachdem, wie viele Angestellte Sie am Ende haben, die dann auch gleich privat mit drin sind. Wenn die das natürlich wollen, die können das natürlich ablehnen. Ich meine, jeder hat ja die Wahl eines Anwalts, wie man möchte. Aber sie haben die Möglichkeit, das gleich als, ich sag mal, als kleines Benefit mit anzubieten. Es ist im Endeffekt günstiger, das über das Unternehmen mitzumachen, als das dann einzeln als Privatperson quasi, wie soll ich sagen, zu veranlassen. Ich fürchte, am Anfang müssen wir erstmal das einfache Paket wählen, ja, also dass ich die Dienstleistung an sich bezahle. Denn ich will auch hier keine Augenwischerei machen. Ja, ich bin erst ganz am Anfang. Die Einnahmen, die kommen einfach noch nicht rein. Ich werde nicht staatlich subventioniert. Das heißt, alles, was ich erwirtschafte, kommt aus diesem zumindest aktuell noch sehr fragilen Grundgerüst. Aber sobald es da eine gewisse Regelmäßigkeit gibt und auch ein positiver Cashflow, der auch ständig währt, dann rede ich natürlich über dieses Rundum-Sorglos-Paket. Okay. Gut. Aber das ist für mich dann ganz klar die Option, wenn ich dann mit Ihnen anfange, dann fahre ich da auch weiter fort. Und wie gesagt, das ist ja so oder so Ihr Recht, am Ende zu wählen, wen Sie möchten. Das ist halt so in dem Business, wenn Sie sich da. Ja, das ist klar, aber ich habe keinen Bock auf Kopfschmerzerei. Ist am Ende klar. Ich meine, wenn sich da eine andere Anwaltskanzlei dann noch in unsere Verträge einarbeiten muss, im Endeffekt. Ich meine, ich sag mir immer so, wenn Sie mit 5 Anwälten reden, kriegen Sie 7 verschiedene Meinungen. Da hat sowieso jeder Anwalt seine eigene Auffassung von und seine eigene Art und Weise, Verträge auch aufzusetzen. Wenn Sie da zur nächsten Anwaltskanzlei rennen, die wird Ihnen dann wahrscheinlich sagen, so und so würde ich den Vertrag erstmal schon mal abändern. Ne? Also das kommt dann halt mit dazu. Ja. Aber das ist alles Ihr gutes Recht am Ende. Okay. Ja, ich war auch schon bei Black Lotus wegen dem NDA-Ding. Ja. Die haben mich alle, also da wusste ich noch gar nicht, dass es ihre Kanzlei gibt. Ja. Ich wollte einen Kostenvoranschlag haben und die haben sich halt, die haben gesagt, die melden sich am selben Abend, haben sie nicht gemacht. Am nächsten Tag haben sie sich auch nicht gemeldet. Heute haben sie sich gemeldet, weil die eine mich erkannt hat. Ich werde mir das da anschauen, aber im Endeffekt, ich will, dass das Ding durchgedrückt wird und ich brauche da verlässliche Partner. Ja, ich kann Ihnen sagen, es wäre kein Problem gewesen, hätte man Bescheid gesagt. Aber wenn man einfach nichts sagt, ist das auch scheiße. Also das verstehe ich. Ich kann Ihnen sagen, ich mache Ihnen keinen Kostenvoranschlag. Ich sage Ihnen, was das kostet. Sie sagen ja oder nein und dann machen wir es gleich fertig. Also das ist so einfach kann es funktionieren. Wir brauchen darüber auch keinen, also jetzt über die, also wenn Sie das nicht wollen, wir brauchen da keinen Vertrag drüber. Ich nehme Sie beim Wort, wir vereinbaren einen Preis und dann wird es gemacht. Und wenn es abgeliefert ist und Sie zufrieden sind, zahlen Sie. Ganz einfach. Ja. Also was soll ich da jetzt so einen Aufwand machen? Gut, also eine NDA aufsetzen mit einer Vertragsstrafe von bis zu $50.000. Lassen Sie mich mal ganz kurz mit den beiden Kollegen einmal sprechen und natürlich. Dann machen wir Ihnen sofort ein Angebot. Ja? Na klar. Gut. Bei einer NDA findet man das Rad ja auch nicht neu, ne? Also ich meine, da gibt es ja zig Vorlagen. Also das ist ja, also
Wenn eine Summe geändert und dann passt das. Also das ist überhaupt kein Aufwand. Da würde ich jetzt, also da würde ich nicht die 1,5 für aufrufen, sag ich ganz ehrlich. Ich würde gucken, dass ich ihm ein Kombo-Angebot mache. Wie viel ein Kombo-Angebot? Kombo-Angebot mache, dass ich sage, pass auf, wir haben einmal folgendes Angebot. Ne? So viel für die NDA und so viel später für den Künstlervertrag. Oder wir machen das Kombo-Angebot und er bucht beides bei uns und er kriegt das für einen vergünstigten Kurs. Welche Zahlen hast du im Kopf? Keine Ahnung. Da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Das war jetzt nur, ist es nur meine Meinung dazu. Also für eine NDA 1,5 aufrufen, das sehe ich nicht ein. Das ist zu viel. Das ist dreist. Das, wie gesagt, eine NDA ist kein Hexenwerk. Das sind ein, zwei Paragraphen, ein, zwei Klauseln, eine Vertragsstrafe vereinbaren, Unterschrift fällt fertig. Das ist nicht mal eine Seite. Ich wollte doch mehr als eine NDA. Ich wollte doch auch eine die Exklusivverträge, oder nicht? Oder erst Nee, das zweite sind die Künstlerverträge. Die sind natürlich ordentlich aufwendig. Also, ja, sagt ihr was. Also ich hatte jetzt vielleicht im Kopf, keine Ahnung, für den Künstlervertrag 2 und für die NDA irgendwie 500. Und Kombo-Angebot würde ich ihm sagen, keine Ahnung, 2 für beides. Ja, das klingt doch. Oder so. Ja. Wäre jetzt meine Idee gewesen. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ja, das klingt doch gut. Passt. Oder? Wie viele Künstlerverträge beinhaltet das dann? Ja, gut, das ist ja mit dem austauschbaren Kopf, ne? Also. Ja, es ist ja meist nur einmal das Schreiben, der Rest danach ist ja eh Copy-Paste. Okay, also wenn er, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter hat, also wird er ja wahrscheinlich nicht haben, aber. Oder Künstler unter Vertrag, dann beinhaltet, also diese 2000 beinhalten einfach die komplette. Die macht er selber, der kriegt den Vertrag von uns, der braucht ja nur den Kopf austauschen. Ja, okay, natürlich macht er die selber. Wenn er den Vertrag einmal hat, dann braucht er nicht, dann braucht er uns ja nicht mehr. Ja, ich dachte, das läuft dann über uns. Achso, ja gut, wenn es, können wir nochmal nachfragen. Ja, läuft es auch, hat er doch gesagt. Achso, ja gut, wenn es komplett über uns laufen soll und wir das auch dann entsprechend entgegennehmen sollen und verwalten sollen, dann sind wir natürlich anders unterwegs, ne? Also ja, verwalten, so weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er möchte, dass wir bei den Vertragsunterzeichnungen dabei sind, damit wir die Verträge auch erklären können. Also wird das immer über unsere Hand laufen. Also ja, da würde ich mit ihm eine Pauschale aushandeln. Dann, dass wir sagen, pauschal, wenn wir dann anrücken sollen für so eine Vertragsunterzeichnung, dann sagen wir, keine Ahnung, eine Pauschale jedes Mal, dann weiß er, worauf er sich einstellt. Wäre jetzt mein Vorschlag. Dann, weiß ich nicht, 200 als Pauschale? 250, so mehr. Ja, hätte ich jetzt auch 250, gedacht, 250. Okay. Ja, wir müssen auch da hochfahren, jedes Mal Rebel Radius oder oben im Norden. Okay, gut, ja. Dann wollen wir ihn gar nicht so lange warten lassen. Ja, okay. Wir haben zwei Angebote für Sie. Also grundsätzlich erstmal, Sie hatten ja gesagt, dass Sie sich wünschen würden, dass der Vertragsunterzeichnung dabei sind. Fangen wir erstmal mit dem einfachen Teil daran. Grundsätzlich ist es ja so, wenn wir im Vertrag auch, also später für die Künstlerverträge, wenn wir einen Vertrag aufsetzen, das ist ja im Prinzip ein allgemeingültiger Vertrag, wo Sie den Kopf austauschen müssen und dann passt das quasi. Ne? Mhm. Das heißt, wir würden einmal den Vertrag so erstellen, dass das für Sie einfach in der Verwaltung ist. Und wenn es dann um die Unterzeichnung geht, da würden wir Ihnen dann anbieten, dass wir eine Pauschale von $250 vereinbaren, dafür, dass wir dann vorbeikommen, den Vertrag einmal durchsprechen und dann bei der Unterzeichnung komplett dabei sind. Im Endeffekt von A bis Z. Das Komplettpaket. Das ist der einfache Teil. Also das wäre das erste Angebot. Bei der zweiten Geschichte, jetzt splittet sich das Ganze. Wir würden jetzt normalerweise für die NDA, weil das nicht viel Aufwand ist, da sind wir ehrlich mit Ihnen, würden wir jetzt eine einmalige Pauschale in Höhe von $500 verlangen. Und für die Erstellung von einem Künstlervertrag, weil wir uns da dann nochmal zusammensetzen müssen, um die Details durchzusprechen, dann die Erstellung. Künstlerverträge sind halt so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen aufwendiger. Da würden wir normalerweise 2000 für verlangen. Also wären wir insgesamt bei 2,5. Wenn Sie jetzt sagen, wir machen das beides zusammen, dann könnten wir Ihnen das beides zusammen für 2 anbieten. Ja, das ist in Ordnung, das können wir machen. Ja? Ja. Ja, ich habe noch eine weitere Frage. Ja, natürlich, sehr gerne. Es geht ja um Markenrecht und da geht es mir jetzt nicht um den Namen Rebel Radio. Ich meine, das sollte nach einer Art Gewohnheit, sollte es bekannt sein, ich mache das. Ja. Ja. Aber um die Art und Weise, wie mein Flagship-Format gestaltet ist. Ja? Ja. Also nicht, dass jetzt irgendjemand anders, so ein Hobbyist, hinkommt und sagt, hey, weißt du was, ich mache das genauso. Ja, und nur natürlich mit Abwandlungen, mit anderen Jingles, was weiß ich, ja. Aber das ist ja geistiges Eigentum, so gesehen, ja. Und auch diese Art und Weise der Machart, das ist geistiges Eigentum. Und
Ich weiß nicht, inwiefern sowas schützbar ist. Also, es gibt ja ein Gewohnheitsrecht im Endeffekt. Grundsätzlich ist es so, wir haben in Los Santos hier kein Gesetzbuch, was in irgendeiner Form Markenrecht definiert, beziehungsweise Markenrecht in irgendeiner Form, was geschrieben ist. Wir sind aber im Gewohnheitsrecht glücklicherweise unterwegs. Das bedeutet, das setzt sich immer aus zwei Komponenten zusammen. Also das Common Law setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Einmal die Präzedenzfall, das Präzedenzfallrecht. Das heißt, wenn es einen Präzedenzfall dazu gibt schon, suchen wir den raus und argumentieren auf Basis dieses Präzedenzfalls. Das macht eine Argumentation immer einfacher. Ansonsten ist es das, also die zweite Komponente, die mit reinspielt, ist das Richterrecht. Das bedeutet immer die Auslegung des jeweiligen Richters. Es gibt ja Bundesstaaten in Amerika, die durchaus mit Markenrecht und Urheberrecht auch schon hantieren. Das heißt, eine grundsätzliche Eintragung oder einen grundsätzlichen Schutz der Marke würde ich aus rechtlicher Sicht nicht ausschließen, sogar für sehr möglich halten. Es ist halt immer eine Frage dessen, wie weit wollen Sie gehen, was genau wollen Sie im Endeffekt, und dann ist es am Ende nur eine Frage des Aufbaus der Aufarbeitung des Falls. Das ist nicht unaufwendig, tatsächlich, das ist sehr beratungsintensiv, auch viel, wir müssen uns viel, viel zusammensetzen und viel sprechen. Und wenn wir dann genau wissen, wenn Sie jetzt sagen, wie Sie jetzt angeschnitten haben, Sie wollen sich, also ich sage mal, Name, Logo ist nie ein großes Problem, das kriegen wir wahrscheinlich relativ einfach durch. Wie es dann genau aussieht mit dem Format, was sie fahren, da müsste man halt aufschlüsseln, aus welchen Komponenten besteht das, was zeichnet diese Komponenten aus, und eine Begründung hinlegen, wieso die schützenswert sind und warum das einzigartig ist, warum das ihr Gedankengut im Endeffekt ist, ihr Recht, und dann kann man das auch hinkriegen. Das ist halt nur nicht unaufwendig. Und Sie müssen sich logischerweise, Sie kennen das von amerikanischen Gerichten, das kann durchaus eine Zeit dauern, bis das auch durch ist. Und dann ist natürlich die Frage, was Sie fordern im Zweifelsfall, wenn jemand es versucht tatsächlich. Ja. Ja. Und also machbar ist das, es ist nur nicht unaufwendig, weil wir dazu halt keine Rechtsprechung hier in Los Santos haben, keine mir bekannte zumindest derzeitig. Aber machbar ist das, das kann man mit dem Gewohnheitsrecht ohne Probleme begründen tatsächlich. Das ist auch sinnig, das zu tun. Ich meine, wenn ich hier, wenn ich im VNet rumsurfe und dann sehe ich, dass mittlerweile unter jedem Post eine Werbung geschieht, wo Grafiken angeboten werden andere Firmen damit ausgelotet werden, dann sehe ich halt auch schon irgendwo die Gefahr, dass man, ich meine, ich schlüssel das mal auf, ja, das wird die Rebel Radio Experience und das sind mehrere Mini-Series, Mini-Formate in einem großen Format, ja, das heißt, es ist ein Unterhaltungsprogramm. Zwischen den Mini-Formaten wird Werbung geschaltet, die für die Unternehmen hier im Staat eigenhändig erstellt wird, und das ist im Endeffekt schon das Programm. Ich will nur vermeiden, dass jetzt einer mit, keine Ahnung, Rebel Radio Experience auf Wish bestellt, da um die Ecke kommt und halt dasselbe versucht wie ich. Beim Endeffekt, und da mache ich auch kein Geheimnis von draus, das Businessmodell ist so, dass ich in der Woche, also die Einnahmen davon, die sind nicht unerheblich, wenn das alles nachher so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Und das ist natürlich schützenswert, weil das ist natürlich, das wird meine Butter, mein Brot. Ne? Also wenn Sie sagen, Sie haben das unter dem Banner der Rebel Radio Experience und das, also ihr zu schützendes Werk besteht im Rahmen dieser Rebel Radio Experience aus Komponente A, B, C, D, E, F, G mit dem und dem Zweck, dann ist das eine Sache, wo ich Ihnen sogar jetzt schon sagen kann, das halte ich sogar für umsetzbar am Ende. Wenn es wirklich wenn Sie halt sagen, das ist dieses Paket in dieser Kombination mit dem und dem Zweck, das ist eine Sache, die man in sich geschlossen super argumentieren kann und mit Sicherheit auch durchgesetzt bekommt. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie sagen, Sie wollen auch jede Einzelkomponente an sich geschützt haben, dann sind wir wieder in einem anderen Rahmen, wo wir uns sehr genau überlegen müssen, wie wir es argumentieren und wie wir es argumentiert bekommen, im Zweifelsfall auch. Ja? Also, weil im Endeffekt, ich mache jetzt zum Beispiel, es kann sein, dass ein Mini-Format zum Beispiel ein kleiner True Crime Blog ist. Ja. Ja. Das meint aber nicht, dass niemand mehr einen True Crime Podcast machen darf,
Ja. Das will ich auch gar nicht. Das sollen die Leute machen. Es geht um die Kombination. Vielleicht kommen die auch irgendwann zu mir. Es geht nur um dieses ganze Programmkonstrukt, ja, weil da sehr viel, es ist ja extra so bunt gestaltet, damit es so viel wie möglich Leute hören. Mhm. Und das werden ja 10.000, 100.000 Leute hören. Ja. Und da verdiene ich ja mein Geld. Und das ist ja, das ist durchaus das Schützenswerte daran. Das wird, ich will das, nur nicht, dass das jemand genau so macht. Das kriegen wir, also das würden wir hinbekommen. Das sichere ich Ihnen auch zu mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass das umsetzbar ist, wenn man das als Paket geschlossen schnürt und das jeweils auch begründet und aufschlüsselt, was das Produkt in dieser Kombination so einzigartig macht und das vernünftig aufbereitet und argumentiert und das als schriftlichen Eintrag beim Gericht einreicht mit einer entsprechenden Strafe, dass sie da auch ohne Probleme mit einstweiligen Verfügungen um sich schmeißen können, die man dann für sie beantragt beispielsweise, die dann hoffentlich auch unterschrieben werden und hoffentlich sind die Leute dann so schlau, das dann auch runterzunehmen, nachdem sie unterschrieben haben. Ansonsten wird es halt richtig teuer, weil gegen gerichtliche einstweilige Verfügung zu verstoßen ist ungefähr genauso schlau wie auf einen Ruheruf des Richters im Gerichtssaal nicht zu reagieren. Tut halt weh. Also das kann man hinbekommen. Ist nicht unaufwendig, aber das kann man hinbekommen. Definitiv. Weil das Ziel ist, und da werden sie, wenn man das weiter aufschlüsselt, das werden sie sicher verstehen, ist, ich will dann nicht unbedingt mit einstweiligen Verfügungen um mich schmeißen, sondern den Leuten soll vielleicht auch gar keine andere Wahl bleiben, als mich als Sendemedium zu verwenden. Das verstehe ich, ja. Das verstehe ich. Das ist ja auch durchaus nicht unüblich auf der Welt, dass man ein Format anbietet, was so einzigartig ist, was man sich auch schützen lässt, damit keinem, wie Sie gerade selbst gesagt haben, keinem die Butter vom Brot holen kann, weil das ist ja Ihr Gedankengut am Ende, Ihr zu schützendes Werk. Das ist auch alles richtig. In Ordnung so. Das ist Ihr gutes Recht. Okay. Und am Ende haben die ja auch die Möglichkeit, durch mich Geld zu verdienen. Es ist ja nicht so, als wäre ich da ein Unmensch oder so. Das soll ja alles gerecht sein. Ja. Absolut, bin ich bei. Das können wir gerne in einem zweiten Step, wenn Sie möchten, dann auch mal angehen, dieses Thema. Ich weiß nicht, wann das für Sie relevant wird oder ob Sie jetzt gleich sagen, Sie wollen es machen. Hier kann ich Ihnen aber tatsächlich hier könnte ich Ihnen maximal nochmal nach kurzer Rücksprache mit meinen Kollegen dann nochmal eine Range nennen, in der wir uns bewegen, weil das können wir nicht festmachen, weil das auch davon abhängt, beispielsweise kommt da nochmal was zurück, dann vom Richter in irgendeiner Form. Auch es ist auch eine Frage, welche Art des Verfahrens wählt der Richter im Endeffekt. Also im Normalfall wählt der Richter bei sowas die Schriftform, das ist immer ein bisschen einfacher, dann werden nur ein paar Dokumente hin und her geschickt und dann ist das durch. Wenn der Richter aber dann auch noch eine persönliche Anhörung verlangt beispielsweise, dann sind wir auch in einem Rahmen, wo wir Sie eventuell darauf vorbereiten möchten, weil der Richter müssen auch in einem Mock-Trial dann entsprechend auf eine Befragung vorbereiten müssen. Das müssen wir dann hier vor Ort auch machen, wo wir Ihnen dann Fragen hinwerfen, die Sie dann beantworten, die Ihnen der Richter stellen könnte, um auch entsprechend antworten zu können. Das hängt halt immer ein bisschen davon ab. Also das können wir nur in der Range festmachen. Das kann von bis gehen. Ausgenommen von allen, also von den Kosten, die wir Ihnen nennen, sind logischerweise auch immer etwaige Gerichtskosten. Die sind da nicht mit im Preis drin. Die werden natürlich immer gesondert berechnet. Das sind nur die Kosten für uns. Kannst du lauter reden, Seamus? Besprechen wir natürlich auch noch, sobald Sie den Vertrag vorliegen haben, Sie da auch noch rückzufragen, dann besprechen wir das natürlich auch noch, ne? Ja, richtig. Ja, nee, das letzte Thema, das war mir nur wichtig, dass es mal gehört wurde, natürlich. Sie werden jetzt sicher auch mit dem Court of Los Santos oder San Andreas, wenn Sie Ihre Erfahrungen machen, vielleicht sind Sie ja auch in einem sehr gesunden Austausch mit den Staatsanwälten dort natürlich. Und kriegen da einfach mehr Insights, weil je mehr Kunden Sie akquirieren, umso mehr Einzelfälle ergeben sich ja natürlich, wo man dann einen gesunden Austausch hat. Ne? Also für mich ist es jetzt in erster Linie, dass Sie es mal gehört haben. Ich sage aber auch, es ist keine Frage, dass ich das irgendwann machen werde. Dann alles gut. Also grundsätzlich, es geht ja für Sie auch darum, da einfach mal zu hören, ob wir das grundsätzlich auch machen und jetzt so in der Ersteinschätzung auch wissen, ob das überhaupt machbar ist. Weil wenn wir Ihnen jetzt gesagt hätten, es nicht machbar, gut, dann haben Sie natürlich noch die Wahl, zu anderen Anwälten zu gehen, aber dann ist das ja zumindest auch mein Erstsignal. Aber möglich ist das natürlich. Ja. Jetzt haben wir noch eine Anfrage tatsächlich. Ja. Und zwar haben wir uns gedacht, wir überlegen ja immer pfiffig, ich weiß nicht, ob Sie heute zum Beispiel unseren Post gesehen haben, wir sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen bissig unterwegs. Ne? Also wir sind jetzt nicht provozieren. Irgendwie, ja, also ich sag mal anecken. Ne? Nicht unbedingt provozieren, aber anecken. Und wir haben uns gedacht,
ob das vielleicht auch für Sie interessant wäre, wie wir auch, also es wäre so ein bisschen eine Hand wäscht die andere. Sie hätten eventuell ein Format für sich, wo Sie sagen können, das haben Sie halt. Wir haben für uns natürlich auch mal ein bisschen Werbung. Wir haben darüber nachgedacht, wie es so wäre, so eine Art Format vielleicht bei Ihnen zu machen, sowas wie ja, Ask a Lawyer mäßig, wo dann Ihre Community auch einfach mal Fragen stellen kann zu irgendwelchen Rechtsgeschichten oder sowas. Und wir würden die dann in Form von so einem Podcast oder sowas beantworten, dass man regelmäßig Episoden macht oder beispielsweise Weasel News hat jetzt ja gerade vor kurzem irgendwie so einen Vorfall gepostet, wo irgendwie das Gericht da irgendwie belagert wurde, dass man solche Sachen vielleicht in Form eines Podcasts dann in diesem Format auch einfach mal quasi aus anwaltlicher Sicht, jetzt nicht in Form eines News, einer Newsgeschichte, sondern wirklich in Form von einer rechtlichen Einordnung dann quasi durchspricht und mal sagt, wie ist denn das überhaupt auf der rechtlichen Seite? Welche Rechte haben eventuell geschädigte Personen bei so einem Vorfall? Weil, also ich meine, wenn man nicht weiß, wofür man eigentlich jemanden verklagen kann, dann ist auch schwierig, überhaupt jemanden zu verklagen, logischerweise. Da habe ich schon ein hervorragendes Thema für Sie. Ach, wunderbar. Das ist ja. Also, ja, heute hat sich eine Jobinteressierte bei mir gemeldet und hat gesagt, also in Rockford wird ja gerade irgendwas annektiert, ja, von irgendwelchen Briten. Ja. Und die haben tatsächlich eine Art Wegezoll verlangt. Ja. Die Frau musste $100 zahlen, damit sie sich dort aufhalten darf. Ja, das ist, da sind wir natürlich genau im richtigen Bereich. Das wäre natürlich für so ein potenzielles Podcast-Format ein super Thema in irgendeiner Form, ne? Was man dann durchsprechen könnte. Also das war so eine Idee, die wir hatten, die wir Ihnen einfach mal vorschlagen wollten, was Sie davon halten. Ich meine, Sie haben ein neues Format, wir würden vorbeikommen und würden es dann entsprechend natürlich vorbereiten und dann rechtlich einordnen. Und dann haben wir so eine lockere Gesprächsrunde und können einfach miteinander sprechen quasi. Für uns ist logischerweise dann die Werbung da, keine Frage. Aber wenn das für Sie interessant ist, dann wäre das eine Sache, wo wir interessiert dran wären. Für mich ist das was Interessantes. Ich glaube, Sie sind auch rhetorisch sehr aufgeweckt, dass man das sogar sehr unterhaltsam gestalten kann. Natürlich. Ich rede jetzt nicht von Comedy. Natürlich, Sie wollen wirksam Werbung machen. Sie wollen natürlich auch zeigen, was Sie drauf haben und auch sehr kompetent wirken. Aber ich denke, wenn man, sagen wir mal, in einer Art und Weise bürgernah auch ist, so dass es halt jeder versteht und dass sowas halt verständlicherweise aufgedröselt werden kann, natürlich, da bin ich komplett dabei. Ich bin eh auf der Suche nach Formaten, auch gerne nach Langzeitformaten, weil dann lohnt es sich für mich auch einfach, da ein Intro zu produzieren und dann komplettes Show-Layout zu produzieren. Und da können wir schon was machen. Ja, und später, wenn es mit dem Werbepartner läuft und so weiter, dann kann ich natürlich auch, und so gehe ich vor, jeder, der bei mir ein Format hat, wird natürlich an den Umsatz der Show beteiligt. Ja, also das heißt, klar. Da würde sogar noch ein bisschen Geld drin sein. Ja gut, also Geld ist jetzt immer ganz schön, sage ich mal. Ne, am Ende sehe ich so, ist es kostenlose Werbung für uns. Da muss man sich dann im Detail mal drüber unterhalten, ob das überhaupt notwendig ist. Aber grundsätzlich, klar, wenn das auch eine Sache ist, die für Sie dann in Ordnung ist, dann kann man sich dann natürlich auch drüber unterhalten. Ja. Ich sag's nur, damit Sie, ich bin da bei jedem gleich quasi und das soll zumindest mal kommuniziert sein. Wie man sich am Ende einigt, ist natürlich eine individuelle Geschichte. Wissen Sie, ich wäre da eher so jemand, der dann sagen würde, wissen Sie, bevor ich das Geld nehme als Anteil, würde ich lieber mit Ihnen vereinbaren, dass nur wir das zusammen machen, dieses Format in der Form. Wissen Sie, das ist viel wirksamer am Ende, weil dann habe ich quasi, also da bin ich ganz offen und ehrlich, ich meine, ich habe dann, also wir als Anwaltskanzlei haben dann einen dauerhaften Werbeslot bei Ihnen, kostenlose Werbung, unterhaltsames Format für die Leute, das ist mehr wert als ein paar Dollar, also. Natürlich, das macht ja auch am meisten Sinn, weil im Endeffekt, Sie werden damit automatisch zur Person des öffentlichen Lebens. Ja. Und ein Format funktioniert nie, wenn man die Main-Character wechselt. Richtig, ja. Deswegen ist es da natürlich sinnvoll, dass Sie das anfangen und auch weiterführen. Kurz, ich würde Alessandra mitnehmen zum PD. Natürlich. Alles klar. Gut. Mach das. Super. Mr. Romano, Mr. Romano, es war mir eine Freunde. Mich gefreut. Was erwartet uns im PD? Ein Bus voller Devils. Meinst du, die haben Bier dabei?
Bus voller Devils, schön. Das war die Aussage am Telefon. Es kommt gleich ein Bus voller Devils am PD an. Mach dich schon mal bereit. Ja, okay. Hast du dein Auto hier? Sieh, ich packe immer unter dem Arcadius Tower auf dem Parkplatz. Achso, okay. Ich will das nicht immer dem Garagenwärter überlassen. Am Ende macht er noch einen Kratzer rein. Und dann muss ich ihn töten. Na, hör mal. Ich meine, natürlich würde die Scheiße aus ihm rausklagen. Richtig. Vielleicht sollte ich den Wagen doch dem Garagenwärter geben, ja? Oh, es war jetzt, also ich werde auf jeden Fall nochmal mit Nathan sprechen müssen. Mhm. Weil ich mir ein bisschen mehr Dynamik in unseren Gesprächen wünschen würde. Mhm. Das war das politisch Korrekte. Er macht das so gut. Ja, er macht's wirklich gut und ich weiß auch, ich kenne ihn lang genug, ich weiß, dass er da einfach tierisch Bock drauf hat. Und es ist auch okay, es ist ja auch sein Spezialgebiet, so Wirtschaftsrecht, ist auch gar kein Problem. Aber man muss dieselbe Sache nicht fünfmal erzählen und vor allem, wenn wir da zu dritt sitzen oder in dem Fall zu viert sogar, dann würde ich mir wünschen, wenn man auch zwischendurch mal ein bisschen Dynamik in die Gespräche kriegt, einfach. Ja, es gibt keine Gesprächspause zum Einsteigen. Das genau, ist so. Genau, das ist der Punkt. So, das kenne ich, das Problem habe ich seit Jahren mit ihm. Das hatten wir an der Uni schon. Weil er halt auch so viel zu sagen hat und er auch so Bock drauf hat, weißt du? Das hattet ihr in der Uni schon, ich stelle mir nur vor, dass er redet jetzt, wo ich ihn kenne und du sitzt dahinter und trinkst, weiß ich nicht, Scotch, Whisky. Ja, eigentlich war es auch so. Und irgendwann habe ich dann kurz mein Glas abgestellt und gesagt, ja genau! Wir können ja so eine Adlib-Geschichte einführen. Ja, genau. Ja, dann ist das nichtig. Nichtig. Ja, genau. Ja, rechtlich nicht haltbar. Haltbar. Wir setzen den Vertrag für Sie auf. Für Sie auf. Vertragsfreiheit. Freiheit. Das erinnert mich ein bisschen an den Rap-Song, den ich mal gehört habe. Der Wagen ist so cool, guck mal. Habe ich heute schon mal gesehen. Absolut hässlich. Was? Ja, natürlich. Zusammengenietete Dreckskarre. Vintage. Ja, das ist wirklich. Also, keine Ahnung. Das ist wie mit Schlaghosen früher. Sag mal auch, das ist Retro. Nein, das waren einfach scheiß Schlaghosen, die sahen hässlich aus. Und Vintage ist einfach nur Müll als Müll teuer verkauft. Das ist nicht. Aber damals war die Produktion auch einfach wertiger. Ja, von daher ist Vintage gar nicht mal. Ja, früher war das besser, die da oben. No, das nicht. Das auf keinen Fall. Ich find's interessant, dass das Taxi die gleiche Farbkombination hat wie ich auf meinem Wagen. Ich hab den Wagen tunen lassen und dann habe ich mich abholen lassen vom Taxi und dachte mir, Moment mal, bin ich überhaupt rausgegangen? Dann mein Freund. Abend. Guten Tag. Abend. Devils, ne? Ja, Devils. Ja. Wir brauchen einen Spitznamen für die. Wie wär's mit Devils? Das ist ein guter Spitzname. Darauf wäre ich nie gekommen. Sicher genug sein zu dieser Zeit. Grüße, wie kann ich Ihnen helfen? Einen wunderschönen guten Tag. Natürlich, da vorne. Romano, mein Name ist von der Bullerkanzlei. Ist der Bus voller Devils schon da? Oh. Ich frag mal kurz nach, ne? Alles klar. In den Zellen ankommen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich wurde schon herbestellt. Okay. Wir wurden herbestellt. Frage von der Leitstelle: Sind die Devils schon unten im Gewahrsam? Die sind erst noch auf dem Weg hierhin. Wenn die unten hingebracht werden, kommt sofort ein Kollege und holt sie ab. Ne? Sie alles klar, perfekt. Dann warten wir. Danke. Ne? Danke Ihnen. Grüße. Kann man Ihnen helfen? Sie, wir warten auf die Devils. Nee, wir warten auf einen Bus voller Devils. Die Die sind schon unten. Ah, dann warten wir auf einen Officer, der uns unterbringt. Ja, was sind die denn? Anwalt.
Bullet-Kanzlei. Haben Sie mir einen Ausweis, bitte? Der Kollege hat einen Ausweis, ja. Ich befinde mich noch im Studium, beziehungsweise in der Ausbildung. Ja, der Kollege bürgt für Sie. Und natürlich. Herr Romano, bitte schön Ausweis wieder zurück. Zack, danke. Dann kommen Sie mit. Alles klar. Ja, Hallöchen, Miss Bruno, ne? War das auch richtig ausgesprochen? Bruno, richtig. Ja, wir bräuchten einen Anwalt, ne? Für, keine Ahnung, 5 Personen im Knast. Wir sind also in 5 ne? Sekunden da. Minus 1 drücke ich. Okay, perfekt. Du Marigato. Geht er auch zu Ihnen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ach, das ist doch Owen, ne? Ich weiß es nicht. Ja, ist Bruno. Schönen guten Abend. 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 Aber bleibt rein. Wer möchte alles rein? Wer möchte alles rein? Alles nicht Bruno? Ich glaube, es war Bruno. Das war pro Bono. Umsonst. Ja, hier sind 4 Anwälte wahrscheinlich. Guten Abend. Hey, Bono, was geht? Nein, Bruno. Bruno. Der Bodo. Nur kein Wort über Bruno. Na, wie geht's euch? Ja, also unter Umständen entsprechend. Ah, Bruno. Ja. Was ist denn? Ich wurde gerade getasert, obwohl ich nichts getan habe. Oh, das ist schlecht, aber dafür sind wir hier. Ja, richtig. Nee, dafür bin ich nicht hier. Ich bin hier, weil ich... Guten Abend, die Herrschaften. Nee, dafür sind wir hier. Ah, hier, und Roman, wie geht's dir? Ja, Roman, Ibrahimovic. So. Hallo. Roman. Ich lass Sie mal mit dem Mandanten kurz allein hier. Ja, verschwinden Sie. Ja, danke Ihnen. Gehen Sie aus unserer Sonne, auch wenn Sie hier niemanden gestört haben. Aber gehen Sie! Heißen Sie nicht Sonne mit Nachnamen, Lady? So, ganz kurz, Mr. Powerlocke. Ja, Roman? Sag mir bitte nicht, dass ihr Cops geschlagen habt. Na, bin. Ja, Cops geschlagen. Da bist du ja, siehst du. Ja, den hab ich geschlagen, glaube ich. Ja, genau, den hab ich geschlagen, den ersten. Aber guck dir die Visage an, willst du auch reinhauen? Hä? Oh, Mann. Das Gitter greifen, oder? Ja, ja. Aber das Problem ist, ich hab den Leuten gesagt, dass sie den aufs Maul hauen sollen. So, verzeihung, ich hatte gerade schon Marken auf den Ohren. Was ist denn passiert? Ich hab dir Alkohol getrunken, vielleicht viel und reichlich. Ja, wirklich, tatsächlich. Ja, wie viel denn so? Was denn so? Ich hab selbstgemachten Nagelschnaps getrunken. Der wird in den Fußnägel. Ja, ja, der wird in den Fußnägel eingelegt. Kartoffelschnaps und dann ist Nagelschnaps, ne? Okay, also unter der Kuhleinfluss. Bin ich getestet, oder? Sag mal, was komm ja hierher, Opa, komm daher! Sehr ausgeglichener Mensch. Na schön. Oh, ja, das ist gut, Mann, sorry. Ja. Ah, verpiss dich, besser ist das. Sigi, haben wir Anwälte? Nee, ich sag's ihm gleich. Ja, Bruno und Ralf sind hier. Möchten Sie irgendwas essen oder so? Ja. Bruno, Bär. Rechtsanwaltschaft oder Anwalt? Anwalt. Burger. Achso. Ich hab doch es sind noch 2 dazu gekommen. Ein Big Tasty Bacon. Nee, es sind eine Ladenrebe. Ich kann leider mit einem normalen Cheeseburger dienen, aber... Es sind einmal ein B und ein Big Mac. Bier und Big Mac, okay, alles klar, gut. Und Uwe war auch dabei. Gott, Bruno, ich also muss gleich mal kurz. Kann ich mir eigentlich sparen, dass ich jeden Einzelnen überfrage, weil es eigentlich die Käsescheibe kann ich also rechts von mir, den Günni, könnte ich sowieso sparen. Warum das denn? Hey, Günni! Die Käsescheibe runter. Ich meinte, der Günni hat auch... Lass mich raus! Ja, ich hab extra rohen Käse. Ja, komm, also eigentlich... Ich bin nicht alleine. Also, die Big Mac und so, die haben mir Laden gemacht und ich stand davor. Ich will aber Sigi aufs Maul hauen. Der hat gesagt, die sollen mich nicht beanwalten. Der redet den ganzen Tag, ja. Ja, ganzen Tag und ganze Nacht. Wirklich? Und von mir aus auch morgen. Ich will beanwaltet werden. Heute Nacht will ich das Kissen. Ja. Wirklich. Wer zu lange aufdrückt, bis er nicht mehr zappelt. Guck mal, vielleicht habe ich hier noch was Leckeres für Sie. Ich komme hier wirklich gleich da durchs Telefon. Also, Big Mac. Frisch aus der Kantine, ein Käsebrötchen. Wie heißt das Arschgesicht oder andere? Brasi. Nur kein Wort über Bruno, Nur kein Wort über Bruno. Habt ihr Messer mit zufällig gerade? Also es ist wirklich schwer, den Gesprächen zu folgen, wenn alle... Ja, ist auch bewusst. Kommen Sie mal hier rüber ein bisschen. Ich dachte, ich bin Anwalt, soll ich hier rausholen? Ja, dann komm hin. Und fragen, ob Sie Hunger haben. Ja, nee, dann rede einfach ein bisschen leiser, damit ich die Gespräche verfolgen kann. Okay, also was ist passiert, Big Mac und Brasi? Bruno, du sagst gar nichts, was ist los? Big Mac und Brasi? So. Okay, ja. Was war also, das? Also, Big Mac und wer? Brasi. Ja, die haben den Laden immer auf Hops genommen, du. Obi! Und, oh Gott, jetzt bin ich im PD ausgenockt. Ich komme da nie wieder rein. Ich hätte die Grafik unterstellen sollen.
Ich finde den Austausch über Gesetze und über die Punkte, wo die Leute angeklagt werden, finde ich irgendwie super wichtig, dass man drüber redet, so warum ist das eigentlich so und... Genau, da kann ich dir nur einen Tipp mitgeben, da musst du bei Staatsanwälten aufpassen. Mhm. Weil Staatsanwälte agieren ja in dem Moment nicht für dich, sondern in dem Fall sind sie dein Gegenpart. Mhm. Und das bedeutet, der wird dir den Mund fusselig reden, so typisches Juristengelaber, der wird dir den Mund fusselig reden, nur damit sich das wie eine Wahrheit anhört, was er wie eine Wahrheit verklärt, weißt du? Mhm. Also der will dir an dem Fall Scheiße zu Gold verkaufen. So. Ja, das ist so, das ist das, was wir machen, ne? Also gegenseitig uns versuchen, die Geschichte besser zu verargumentieren. Deswegen finde ich das recht wichtig, dass wir untereinander nach solchen Sachen nochmal drüber sprechen, einfach so ein bisschen Feedback austauschen und vielleicht über Gesetze sprechen. Aber absolut, aber auch nicht nur nach sowas, einfach generell, wenn man was liest, also das wird ja wahrscheinlich mich eher treffen, wenn ich was lese oder über was stolpere, dass wir da einfach mal drüber reden. So wie das jetzt mit der Mittäterschaft und der Gruppe, also ich fand das gut. Ja, auf jeden, das finde ich auch wichtig. So, es waren natürlich wieder die Devils. Also Sigi hat mir das erzählt. Ja, ein Bus voller Devils, Zitat am Telefon. Sigi erzählt mir die Geschichte, was da so passiert ist. Ich sage, also fass es kurz, ist eigentlich die Wiederholung von gestern. Und da hat er erst gesagt, nein, diesmal war ein Taser dabei. Und dann habe ich gesagt, okay, also eigentlich eine Wiederholung von gestern. Ja, eigentlich eine Wiederholung von gestern. Und naja, also unter dem Aspekt des Verfahrens gestern, ich hatte Glück, Owen war da. Das war, glaube ich, mein Vorteil. Wäre der Staatsanwalt von gestern da gewesen, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Owen hat geschworen, gesagt, pass auf, ich habe gar keinen Bock auf das Palaver und gar keinen Bock auf hin und her. Ich würde einfach pauschal $2,000 machen. Die hatten mehrere Paragraphen, unter anderem 17.3, also Raub in Bande, ne? Also als Gruppierung. Und da ist die Mindeststrafe 2. Er sagt, wir könnten es natürlich normalerweise auch höher ansetzen und wir pokern uns gegenseitig runter und am Ende treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Ja. Oder sagte er, wir machen einfach 2, das ist die Mindeststrafe und das Thema ist durch. So, und dann habe ich kurz überlegt, ich habe mich mit Alessandra nochmal Rücksprache gehalten und dann war man sich einig, dass wir denen das anbieten. Die sind dann sogar nochmal auf uns zugekommen, haben uns noch ein Angebot gemacht, die Staatsanwaltschaft, ne? Dass die Haftzeit sogar noch mit angerechnet wird, sprich, die sitzen jetzt noch, also jetzt sind sie 4 Minuten schon wieder draußen. Die saßen, als sie gegangen sind, noch 8 Minuten oder so. Also 40 Minuten hätten sie sitzen müssen, genau. Aber 25 genau. Waren sie schon drin. So. Genau, 25 waren sie drin, dann ein bisschen Palaver hier, ein Palaver da und dann waren es irgendwie nur noch 10 Minuten, die übrig waren. Sprich, die sind sogar nochmal auf uns zugekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, ich frage jetzt in die Runde, waren sich alleine, ja, machen wir und dann ist gut. So. Was willst du da jetzt groß rumpalavern, weißt du? Ja klar, wenn es so geht, dann ist easy. Ja, das war jetzt ein einfaches Ding, so. Weil am Ende natürlich, man hätte jetzt noch drauf pokern können, Big Mac zum Beispiel hat nichts gemacht, der hat sich auch kooperativ verhalten, das hat der Captain, der, mit dem ich gesprochen habe, der sogar noch bestätigt, der das auch so in die Akte schreiben lassen, etc. Hätte ich jetzt auch noch machen können, dass man jetzt auf die Einzelnen runtergeht, am Ende, ja, okay, super, dann hätten ein paar vielleicht keine Strafe gekriegt, dafür hätten andere eine doppelte gekriegt. Das ist eh eine Gruppe, es ist ein MC, die hängen eher aufeinander rum. Ja, dann lass sie jetzt da 10 Minuten noch sitzen, dann ist das Thema durch, weißt du? Am Ende ist ja auch das Aufbrechen des Falls am Ende auch nur eine Mehrbelastung. Man will ja auch nicht 2 Stunden verhandeln, wenn man da auch das in 10 Minuten durchhaben kann. Ne? Wir haben uns jetzt auf einen Fall geeinigt, den wir behandeln werden im ersten Podcast. Da bereite ich dann jetzt auch was vor. Ich mache ihm zu morgen dann erstmal die NDA fertig. Bereite meine Ausführungen zu dem geschilderten Fall vor und dann werde ich dann in 1-2 Tagen da mal ins Recording mit ihm gehen. Er meinte dann auch, dass er dann auch Jingles produzieren wird, wenn da ein regelmäßiges Format raus wird und dass wir da einen Weg finden. Dann hatte der jetzt am Ende nochmal so Interessensfragen einfach. Er wollte halt wissen, wie das ist, ob wir auch einen Mörder vertreten würden, wo wir wissen, dass er der Mörder war. Was hast du gesagt? Ich habe halt gesagt, das hängt ganz stark von dem Fall ab, logischerweise. Es gibt Fälle, wo ich als Anwalt, da hat ja jeder Anwalt auch jederzeit das Recht dafür, das Mandat abzulehnen oder abzubrechen. Es gibt
Fälle, wo ich sage, auch Mordfälle, wo ich sagen würde, die übernehme ich nicht. Die mache ich nicht. Da kann ich moralisch nicht hinterstehen. Aber es gibt ja durchaus Sachen, wo Leute auch sagen, natürlich sind sie schuldig, aber beispielsweise der Beweis, der das quasi bestätigt auch, dass er das quasi war, der schlagende Beweis, wenn der durch einen Verfahrensfehler für ungültig erklärt wird, dann kann es auch sein, dass ein Mörder beispielsweise für unschuldig befunden wird und nicht verurteilt wird, weil es einen Verfahrensfehler gab. Und das, da haben wir uns quasi über so das Thema Spielregeln unterhalten. Ich finde es natürlich trotzdem scheiße, dass er jemanden ermordet hat, aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Aber es ist sein Recht, nach denselben Regeln behandelt zu werden wie jeder andere auch. Ich kann die Regeln scheiße finden. Ne? Don't hate the player, hate the game. Ganz einfach. Ne? Ja, ist so. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Ich arbeite nur mit den Regeln. Und das ist das Recht von jedem, das genauso zu bekommen. Und wenn das zu einem Freispruch führt, obwohl er jemanden ermordet hat, was soll ich denn machen? Ich habe die Regeln noch nicht gemacht. Ich finde die Regeln genauso scheiße. Richtig, noch dazu muss man immer ganz stark mit einbinden, dass es gibt ja immer verschiedene Sichten auf Moral. Und klar, wir vertreten alle eine gewisse Berufsmoral oder Berufsethik. Und auf der anderen Seite gibt es noch eine gesetzliche, festgelegtes Reglement. Und dann gibt es halt einfach persönliche Moralwerte. Und die sind ja sehr subjektiv, weil jeder ja anderen Moralmaßstab hat. Wenn wir jetzt Beispiel die Devils, die haben einen niedrigen Moral. Also ich zum Beispiel würde keinen Officer schlagen. Das ist denen egal. Die haben in deren Moral spielt das keine Rolle. Und warum soll ich, also wer bin ich und was ist, wer bin ich darüber zu urteilen, nur weil es in meinen moralischen Kompass nicht passt? Natürlich ist das nicht gut. Und aus meinen Werten heraus kann ich auch sagen, ich finde das nicht gut. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich es verurteile oder beurteile, wenn jemand anders sagt, für ihn ist das ein bewährtes Prinzip. Dann ist das so, ich muss es nicht für gut heißen, aber es ist halt einfach so. Genau, das ist es ja. Und das ist es auch, ich verurteile das, also ich persönlich, ich als Mensch, ich als Nathan Hawkins, finde Mord scheiße. Natürlich finde ich das kacke. Und natürlich finde ich es auch kacke, dass es solche Gesetze gibt, wo man auch einen Mörder, der auch sagt, dass er die Person ermordet hat, wo man einen Mörder sogar zu einem Freispruch kriegt, weil es da gewisse Spielregeln und Schlupflöcher gibt, mit denen man halt jonglieren kann. Das finde ich auch scheiße. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich auch im Rahmen von meiner Berufsethik her halt eben ganz klar da den Fall vertrete. Was kann ich denn dafür, wie die Spielregeln sind? Ich betrachte das auch noch von einer psychologischen Komponente, nämlich was die Ursachen dafür sind und wie es zu der Tat gekommen ist und sowas. Was da alles mit reinspielt, ist jetzt für mich auch ausschlaggebend, ob ich einen Fall annehmen würde oder nicht. Für mich ist das auch, da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, wenn er mir jetzt hier erklärt, wie er kaltblütig die Person da ermordet hat, mit vollem Wissen und ne, weil er da Bock drauf hatte, so ungefähr, hat er dann einfach Bock, er ist morgens aufgewacht, wollte jemanden abstechen und hat dann da die erstbeste Person irgendwie genommen und da reingestochen halt, 55 Mal. Da sage ich ganz ehrlich, da bin ich eher dabei und sage halt, ja, dann such den anderen Anwalt. Als bei einer Person, wo beispielsweise, weiß ich nicht, eine jahrelange Vorgeschichte, Stalker, keine Ahnung, irgendwas, Polizei will nicht, das gibt es ja immer mal wieder. Und dann brennt der Person irgendwann die Sicherung durch und Selbstjustiz oder weiß ich nicht, da gibt es ja auch Themen in Bezug auf Kindesmisshandlungen, bla, ne, der Familienvater, der dann Selbstjustiz, ne, also finde ich immer noch, es ist immer noch scheiße am Ende, aber es gibt ja Sachen, die das verständlich machen irgendwo. Ja, das heißt ja, immer noch nicht, dass ich es gut finde. Aber in dem Fall von zweites Beispiel jetzt, würde ich das Mandat annehmen. Aber bei dem eiskalten Mörder scherde ich zum Teufel. Also tut mir leid, aber. Ja, das ist eben das Problem beim Mord, ne? Mord ist halt nicht gleich Mord. Also klar, natürlich, am Ende des Tages ist die Definition von Mord, dass irgendjemand gestorben ist. Aber die Frage ist halt, man darf den Weg dahin nicht vergessen. So. Das ist halt der große Punkt. Genau, das ist es, ja. Und Verständnis ist keine Rechtfertigung. Richtig. Genau, also, absolut, 100%. Also, da bin ich auch beide, ja. Ja, muss ich, ist auch ein sehr, sehr weiser Satz tatsächlich, dass das eine das andere eben nicht aufhebt. So. Wir haben auch noch über was anderes gesprochen gestern, und zwar haben wir überlegt, oder ich bin mit dem Anliegen zu Nate gegangen. Ich hatte in New York eine Gruppe von anderen Studierenden und wir haben halt immer Verhandlungen geübt untereinander, Kreuzverhöre, welche Fragen würde man stellen und auch einfach generell über Gesetze diskutiert und sowas.
Und ich würde das hier gerne auch machen, allerdings kenne ich in der Uni jetzt noch nicht so viele Leute. Und die ich kenne, mag ich nicht, ehrlich gesagt. Ob wir das einfach mal machen können. Ich meine, wenn ihr sagt, ihr seid manchmal schon um 17, 18 Uhr im Büro und habt nichts zu tun, das würde sich ja anbieten. Ich meine, nach meiner Abschlussarbeit habe ich ja auch mehr Zeit. Ja. Hatte ich ja gestern schon was zugesagt, also von meiner Seite aus gerne. Das ist da, wo du nie hingegangen bist, Seamus, die Root Courts, die du immer so gerne gemieden hast von der NYU. Ja. Ach, ja, ja, jetzt war, ja. Da, wo wir uns immer versammeln, da, wo so Streber wie ich dann. Ja, ja. Musterschüler war, aber. Richtig. Ja. Hattest du es einfach gesagt, nicht nötig, ne? Brauche ich nicht, ja, genau. Und da waren so Streber wie ich dann auch immer unterwegs und da haben wir uns gegenseitig die ordentlich die Argumente um die Ohren geworfen. Da hat immer jemand den Staatsanwalt gespielt. Da kann man mal gucken. Also, das kann man auch mit ein paar. Das kann man auch mit ein paar Unbeteiligten machen, theoretisch. Da werden irgendwelche echten Fälle dann quasi, die es schon mal gab, dann durchgesprochen. Da wird dann der Sachverhalt dargelegt. Und dann spielt einer quasi den Verteidiger, einer den Staatsanwalt. Und dann hat man einen Richter. Da muss auch nicht jetzt niemand sein, der da übelst die Ahnung von hat. Naja, also ich würde das jetzt gar nicht so aufwendig, ehrlich gesagt, gestalten. Ich würde einfach uns drei nehmen und dann setzen wir uns hier auf das Sofa, bestellen uns eine Pizza oder von mir aus auch beim Nudel-Exchange und dann gehen wir einfach Fälle durch und besprechen das und argumentieren. Ja gut, ich hätte jetzt eher gesagt, dass man da schon das richtig aufzieht mit ein paar mehreren Leuten. Ne? Da kann man ja auch durchaus mehr Leute einbeziehen. Ne? Also ich meine, kann natürlich auch die Soft-Variante machen, also wir können auch beides machen. Ne? Ich habe gerade eine SMS bekommen von einem unserer Mandanten von den Devils. Schade, dass sie mich die ganze Zeit ignoriert haben. Dabei wollte ich nur fragen, ob sie mir beim Clubhaus-Treff die Nägel lackieren wollen. Also ich habe jetzt einen gut gemeinten Rat und damit werde ich das Thema für mich auch persönlich dann abhaken. Ich werde da hinfahren, weil das für mich in dem Fall einfach nur Mandanten sind. Ich werde mit denen keine, sicherlich natürlich ein lockeres, cooles Verhältnis pflegen und so. Aber ich werde mit denen nicht, also ich persönlich für meinen Fall, ja, das dabei auch belassen. Also ich ja, werde jetzt keine freundschaftliche Bindung, nenne ich es mal, aufnehmen. Kennst du, Nathan, eigentlich noch den, ach, du weißt doch, ich war doch manchmal auf diesen Partys, auf dieser großen Yacht, weißt du? Ja. Diese komische große da, die da immer in Manhattan direkt anlag. Dieser Typ, der da immer rumlief, der... Ach, du meinst also, Abu Jabdal? Nee, nicht der, sondern der Kumpel von dem, Filippo Lampadati. Lip. Flip? Nee, Lip. Ach, Lip, nee. Wir haben ihn immer nur Lip genannt, weil er so dicke Lippen hatte. Ach was, und ich hab den Flip, ich hab immer Flip verstanden. Ja, ach, du meinst Flip so hier, weißt du, die dicken Crunchy-Dinger, die so schön puffern, wenn du da drauf beißt. Also Flip könnte auch sein, Lip? So oft wie ich hab all die Jahre geglaubt, der heißt Flip. Nee, Lip, tatsächlich. Also, Filippo Lampadati. Ja. Oder aus Italien. Ja, ich erinnere mich. Der Dicke, ne? Ja, genau, ja, etwas fülliger, würde ich schon sagen, ja. Etwas fülliger ist für jemanden, der 1,80 groß ist und mindestens 260 Kilo wiegt, aber auch ein bisschen, ich würde mal sagen, diplomatisch ausgedrückt. Ja, jetzt darfst du dreimal raten, wer mich heute Morgen angerufen hat. Deine Oma? Flip. Ja, richtig. Also, Lip. Ja. Filippo. Sag ich ja. Ja, da habe ich heute Morgen angerufen, irgendwie etwas gefaselt von, also er hat sich auf jeden Fall wieder sehr besoffen angehört. Ich möchte auch meinen, dass auf jeden Fall irgendwas anderes an Drogen drin war, auf jeden Fall. Habe ich heute Morgen angerufen, irgendwie sein Vater hat ihn wohl rausgeschmissen oder sein Onkel oder so. Und jetzt hat er irgendwie keine Kohle mehr. Also genau die richtigen Ansprechpartner, weil du ja so reich bist. Genau, deswegen hat er mich auch angerufen. Achso, okay, verstehe. Er weiß ja, dass ich immer so ein erfolgreicher Jurist war. Und auch sehr vermögend natürlich. Und eigentlich wollte er mich nach Geld fragen. Da habe ich aber zu ihm gesagt, Geld will ich, also ich verschicke kein Geld. Meine Karte ist ja auch eh gerade in der Werkstatt. In den Reifen gewechselt, ja. Ja, der Gummistreifen wird erneuert. Aber er kann sich ja auch auf den Weg hierher machen. Eventuell wäre das noch jemand für die Kanzlei. Warte, war der Anwalt, der Dicke? Nee, ich glaube Autoverkäufer.
Ja, muss er ja dabei erstmal alles lernen, ne? Also, das ist ja, ja, gut, das ist ja. Ja. Sorry, ich konnte gerade nicht folgen. Ich habe mich auf die SMS konzentriert. Ja. Soll er vorbeikommen, ne? Dann kann er. Also. Ja, also konnte mir nicht genau sagen, er ist ein bisschen rumgedruckst. Ich habe zu ihm gesagt, ey, ne, besorg dir doch ein Ticket, kostet doch nicht so viel. Da Business Class für 6,5 ist doch kein Problem, kannst du doch mal machen. Ja, ein bisschen rumgedruckst. Ich glaube, er muss sich noch irgendwie besuchen, sein letztes Hauptgut zu verkaufen, damit er sich das Ticket leisten kann, aber. Ja, da muss der Penner halt Economy fliegen, was soll ich sagen? Ja, komm bitte, also wirklich, man muss auch die Menschen nicht, das, also wirklich. Ja, wenn sie dicke sich dann leisten kann, auch immer auf einer dicken Yacht da rumschippern und dann aber keine 6,5 für eine Business-Class haben, oder was, will er mich verarschen? Ja, Familienstress, man weiß ja nicht, wie lange das hält, ne, wenn der Onkel da ihn rausgesetzt hat, da der große Autobauer Lampardati, ne, also, muss man ja auch, haben ja auch einen Ruf zu pflegen, ne. Hm. Ja, und oder du heißt, der kommt bald, aber wir wissen noch nicht wann, oder was? Ja, genau, der kommt auf jeden Fall. Ich habe mit ihm gesprochen heute Morgen. Ja. Er hat irgendwas von nächster Woche gefaselt. Ich glaube, der muss einfach noch, also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass im Hintergrund irgendwie Spielautomaten waren oder so. Vielleicht versucht er sich gerade sein Geld zu erspielen. Ja, und dann ist er auf jeden Fall auf dem Weg hierher. Hat er nicht so richtig Bock drauf? Weil der auch schon ein bisschen kaputt sich angehört hat, aber was will ich machen, ne? Alte Studienfreunde, ne? Ja, kann man sich nicht aussuchen, ne? Wenn man sie dann wieder trifft, sind sie auf einmal die Geschäftspartner. Das geht halt.